Im Endspielstadion dieser WM beginnt für die deutsche Mannschaft die Weltmeisterschaft und damit auch der lange Weg zur Titelverteidigung. Hallo aus dem Luzhniki und sie beginnt vor 80.000 Zuschauern. Eine prächtige Kulisse. Gerade eben haben wir die Nationalhymnen gehört. Die Mannschaften nehmen bereits Aufstellung in ihren Hälften. Die Deutschen in weißen Trikots und schwarzen Hosen, die Mexikaner in grünen Trikots und weißen Hosen. Und es sind deutlich mehr Mexikaner hier im Luzhniki als deutsche Fans. Man kann auch sagen, hier trifft der Reiseweltmeister auf den Weltmeister. Auf dem Schwarzmarkt sind bis zu 1.000 Euro für ein Ticket aufgerufen worden. Ich bin froh, dass ich eins habe. Und ich bin auch froh, dass Armin Lehmann neben mir sitzt und uns jetzt sagt, wie die Deutschen spielen. Ja, ganz kurz noch zu den Mexikanern. Die sind hier, das kann man eindeutig sehen, grün überwiegt. Wobei im deutschen Block haben einige der deutschen Fans auch ein grünes, aber deutsches Trikot angezogen. Dennoch, das war auch unser Eindruck, den wir eben, als wir vor ein paar Stunden mit der U-Bahn hier hingefahren sind, ganz klar hatten viele, viele Mexikaner, viele, viele Sombreros. Und jetzt komme ich auf die Frage von Michael Augustin, deutsche Aufstellung. Jonas Hector hat kurzfristig die Grippe erwischt, den Kölner. Und deshalb wird der Berliner Marvin Plattenhardt in der Viererkette auf der linken Seite verteidigen. Er wird das zusammentun mit der Innenverteidigung, die Weltmeister geworden ist, mit Hummels und Boateng. Und mit Kimmich dann auf der rechten Außenbahn. Manuel Neuer natürlich der Kapitän im Tor. Kroos, Khedira im defensiven Mittelfeld. Müller, Draxler über außen. Der junge Werner soll viele Tore schießen. Und Mesut Özil, das ist ein Punkt, über den Michael Augustin, können wir gleich sicher noch ein bisschen reden. Der spielt auf der 10. Marco Reus draußen. Und in wenigen Augenblicken wird der iranische Schiedsrichter Michael die Partie freigeben. Und Chicharito und Carlos Vela stehen da. Chicharito, ja, das ist der Javier Hernandez, der mal für Bayer Leverkusen gespielt hat. Und der ist eben noch auf die Knie gefallen am Anstoßkreis. Jetzt beginnt die Partie und hat ein Gebet losgelassen. Mexiko stößt an und Mexiko hat mit Jesus Gallardo den Ball mit dem Linksverteidiger und spielt über Moreno und Ayala erstmal hintenrum über die Innenverteidiger. Und jetzt passen sie den Ball zurück zu dem Mann, der ganz in Orange gekleidet ist. Das ist Guillermo Ochoa, der Torhüter. Ein Showflieger mit starken Reflexen, spielt in Europa bei Standard Lüttich, also in Belgien. Viele Mexikaner spielen auch in der Heimat oder in der international eher zweitklassigen Major League Soccer in den USA. Die Deutschen sind Favorit, auch deshalb, weil sie ja vor einem Jahr beim Confed Cup schon gegen Mexiko gespielt haben. Und da haben sie sehr deutlich mit 4:1 gewonnen. Und die Deutschen waren in den ersten 45 Sekunden, Armin, noch gar nicht am Ball. Nee, da tun sie sich jetzt schwer. Mexiko kommt jetzt, ist schon das erste Mal im Strafraum. Das könnte gefährlich werden. Der erste Schuss und der geht übers Tor. Weil sich Jerome Boateng in höchster Not mit so einer Art wegdrehender Grätsche in diesen Schuss hineinwirft. Ansonsten hätte es hier aber schon mal richtig gefährlich werden können, weil die Mexikaner durch Lozano, das ist ihr Youngster, der Mann, der beim PSV Eindhoven spielt, plötzlich über halb links geht der rein in den Strafraum und es gibt den ersten Eckball für Mexiko. Der schwebt rein, Kopfballmöglichkeit und fasst das Eigentor und dann ist Neuer da. Mei, oh mei, Marvin Plattenhardt, überhaupt kein Vorwurf an den, dem springt der Ball, weil der durchflutscht bei dieser Ecke ans Knie und dreht da in Richtung eigenes Tor. Und jetzt ein gellendes Pfeifkonzert im Stadion, das unseren ersten Eindruck, Michael, bestätigt. Die Mexikaner sind hier im Stadion klar in der Überzahl und deutsche Fans sind zahlreich da, aber eben nicht ganz so zahlreich wie die aus Mexiko. 0:0 der Spielstand. Sehr nervös die Deutschen in dieser Anfangsphase und sie hören das. Jerome Boateng, der Innenverteidiger am Ball, langer Flankenschlag auf die linke Seite auf Marvin Plattenhardt, hat einen starken linken Fuß, hat für Hertha BSC in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 9 Tore vorbereitet, spielt sein erstes WM-Spiel, schöner Doppelpass, die Deutschen jetzt am mexikanischen Strafraum, aber da klärt Hugo Ayala, der spielt beispielsweise in Mexiko, langer Schlag nach vorne und Manuel Neuer kommt bis auf 20 Metern raus aus seinem Strafraum. Das kennen wir von der WM 2014. Manu der Libero. Wir können ja ganz kurz mal die Atmosphäre stehen lassen. Die Deutschen sind am Ball. Mexiko pfeift. Jetzt ist Werner im Strafraum. Halbrechte Position. Schuss links vorbei. Schön frei.
freigespielt. Der Stürmer von RB Leipzig. Da geht der Daumen hoch für Kimmich, für den Passgeber. Werner Wader in der halbrechten Position, spitzer Winkel, vielleicht 7-8 Meter vom Tor entfernt. Ein Mexikaner grätscht noch rein und er schießt mit dem Innenriss des rechten Fußes links am Tor von Guillermo Ochoa vorbei. Das war dann mal eine gute Antwort der deutschen Mannschaft, die in den ersten 1-2 Minuten sehr, sehr wackelig gespielt hat. Ja, Gott sei Dank hat jetzt mal der erste Pass nach vorne geklappt. Der Winkel ein wenig spitz für Timo Werner. Nächster Angriff kommt über Müller, der lässt abtropfen auf Werner, der jetzt ganz weit draußen auf der rechten Seite, aber fast schon auf Höhe des Strafraums, nimmt ein bisschen Tempo raus, nimmt Kimmich mit, weil er merkt, okay, vorne keine Anspielstation. Und deshalb geht Kimmich, der Bayern-Spieler, erstmal den kleinen Umweg wieder hinten rum über Jerome Boateng, der allerdings auch schon in der mexikanischen Hälfte ist. Michael, wir haben die Mexikaner mit ein bisschen mehr Pressing erwartet, aber sie machen im Augenblick eher so die Ziehharmonika, und zwar die zusammengezogene. Also ganz engmaschig stehen da die Vierer- und eine Fünferkette und vorne nur Chicharito, der für die Mexikaner dann versucht, da als einziger so richtig ernsthaft zu stören. Ball geht rüber auf die linke Seite. Marvin Plattenhardt, der wird normalerweise jetzt auf Manuel Neuer zurückpassen, weil der Druck für ihn ein bisschen groß wird. Genauso ist es. Und Neuer wechselt die Seite rüber auf Boateng. Die ersten 4 Minuten hat der Weltmeister erstmal überstanden. Hier im Luzhniki-Stadion in Moskau steht 0-0 gegen Mexiko. Und die Deutschen kommen mit Kimmich wieder. Der Pass auf Werner, der ist in Rechtsaußenposition schon auf Strafraumhöhe. Und es gibt einen Einwurf. Ball bei Mexiko. Hector Herrera den Ball in Seiten ausgespitzelt hat. Einwurf schnell ausgeführt. Özil, erster Ballkontakt von ihm auf Khedira, der zurück zu Kroos und der passt den Ball in die eigene Hälfte zu Boateng. Der spielt dann Hummels an und Boateng bekommt wieder den Ball. Es ist eine unfassbare Atmosphäre, eine Gänsehautstimmung hier im größten Stadion des Landes, im größten Stadion dieser Fußball-Weltmeisterschaft, das ja auch bereits Austragungsort des Eröffnungsspiels gewesen ist. Da hat Russland ja gegen Saudi-Arabien am Donnerstag mit 5-0 gewonnen. Die Deutschen jetzt mit Plattenhardt auf der linken Seite, schon Höhe des mexikanischen Strafraums, bekommt den Ball wieder, hat ja einen starken linken Fuß, traut sich aber keine Flanke zu, wäre auch nicht so gut gewesen, denn da sind in dem Fall Werner ist da gut abgeschirmt. Jetzt kommt der Ball von der anderen Seite hoch herein, aber ein mexikanischer Verteidiger köpft ihn erstmal raus und jetzt klären sie endgültig, bevor es da im Strafraum vor Torhüter Guillermo Ochoa so richtig gefährlich werden konnte. Mexiko, eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, 16. WM-Teilnahme. Die Mexikaner haben sich häufiger für Weltmeisterschaften qualifiziert, beispielsweise als die Franzosen oder als die Engländer, aber meistens ist für sie im Achtelfinale Endstation. Bei den vergangenen 6 Weltmeisterschaften war das der Fall. Sie wollen in dieser schwierigen Gruppe weiterkommen, das traue ich ihnen auch zu, aber dann könnte es im Achtelfinale zum Duell mit Brasilien kommen und da stünden dann die Chancen für Mexiko wiederum schlecht. Sie haben sich viel vorgenommen, Chicharito hat gesagt, wir kommen, um Weltmeister zu werden. Ja, das hat er ernst gemeint. Gut, das wollen die meisten Mannschaften, aber die wenigsten sprechen es offen aus. Den WM-Titel traue ich Mexiko nicht zu, aber die Anfangsphase finde ich überraschend stark von ihnen. Ja, aber jetzt kommt die deutsche Mannschaft. Das war für mich eine Abseitsposition, aber das Spiel geht weiter und deshalb gibt es Eckball. Für mich da die Abseitsposition von Özil, glaube ich, der da ins Abseits gelaufen war. Aber vielleicht kam der Pass doch gerade noch mal so im richtigen Moment. Gibt es jetzt eine kleine Verletzungs- und Verschnaufpause. Jetzt läuft aber alles wieder Ecke kurz ausgeführt. Deutsche Mannschaft bleibt direkt im Ballbesitz. Ball wird reingelegt in die Strafraum. Wunderbar gespielt. Noch einmal nachsetzen für Müller. Der grätscht erstmal ins Leere. Dann kommt der Schuss aus der Distanz. Von der 16-Meter-Linie von Mats Hummels mit links abgezogen. Aber direkt in die Arme von Guillermo Ochoa. Das ist die Nummer 1, auch wenn er die 13 trägt. Bei den Mexikanern, der ganz sicher zupackt. Und letzten Endes keine Probleme hat mit diesem Schuss von Mats Hummels. Aber dennoch, Michael, das ist jetzt überzeugend. Die ersten 2 Minuten, da wirkten sie noch so ein bisschen irritiert, auch ob der Stimmung. Ich habe übrigens eben ja gesagt, es sind im deutschen Block auch welche mit grünen deutschen Trikots. Da sind aber auch Mexikaner, die haben sich da reingeschlichen. Die sind eben alle aufgesprungen, haben ihre Mannschaft angefeuert. Sensationelle Stimmung hier. Geht ja gar nicht, Mexikaner im deutschen Block. Egal, Deutschland hat den Ball, noch steht es 0-0.
Und Deutschland kommt mit Müller. Pass auf Khedira, 18 Meter Torentfernung, zentrale Position. Geht zu Boden, will einen Freistoß haben, aber weiterspielen, sagt der iranische Schiedsrichter. Mexiko kommt, Mexiko kontert. Links eine Möglichkeit, Lozano anzuspielen, aber sie versuchen es durch die Mitte, rennen sich fest und bekommen im Gegensatz zu Khedira eben auf der anderen Seite einen Freistoß, nachdem Mats Hummels da gefoult hat. Ali Reza Fagani, der Schiedsrichter heute dieser Partie. Er kommt aus dem Iran, seine erste WM, aber er ist ein international erfahrener Mann, hat unter anderem das Finale beim Asien-Cup 2015 gepfiffen und auch das Olympia-Finale 2016. Das verlor ja die deutsche Mannschaft gegen Brasilien im Elfmeterschießen. Jetzt gibt es einen Freistoß für Mexiko. Manuel Neuer steht da am Pfosten, justiert die Mauer, geht da in die Hocke, um nochmal zu gucken, ob die Mauer vielleicht noch ein paar Zentimeter nach rechts oder nach links verschoben werden muss. Bei Mexiko sehe ich da Hector Herrera, Kapitän beim FC Porto, also einer, der in Europa spielt. Oder auch Miguel Layún. Layún wird es wahrscheinlich machen. Er spielt in Spanien beim FC Sevilla. 22, 23 Meter Torentfernung, Mittelstürmerposition. Noch ist der Ball nicht freigegeben. Miguel Layún wird diesen Freistoß ausführen für Mexiko. Läuft an mit rechts, lupfte den Ball über die Mauer und übers Tor. Das war dann doch nicht so gefährlich. Da hätten die Mexikaner mehr draus machen können. Es läuft die 9. Minute. Es steht 0:0 in Moskau zwischen Deutschland und Mexiko. Ja, hat halt nicht jeder so einen Ronaldo, der dann solche Freistöße mal direkt in den Winkel zimmert. Der war dann doch relativ deutlich. Aber der hat ja auch vorher 45 ungefähr verschossen, bevor der Ball saß. Ja, aber bei dieser WM, der saß. Der saß Ball jetzt sogar von, richtig gut. Von Boateng ein bisschen steil gespielt auf Kimmich. Und deshalb rutscht ihm jungen Münchner Kimmich der Ball da über den Schlappen und geht ins Seitenaus. Und deshalb gibt es Einwurf für Mexiko in der eigenen Hälfte. Ja, Deutschland muss aufpassen. Solche Ballverluste, wie sie gerade Khedira hatte. Also ich glaube, das ist so eine 50-50-Sache. Da kann der Schiri auch durchaus mal Freistoß geben. Aber wenn du da halt den Ball verlierst, dann könnte es gefährlich werden. So wie jetzt auch wieder Hummels muss dazwischen gehen. Diese weiten, langen Bälle, da haben sie schon in der Vorbereitung selbst gegen Saudi-Arabien ihre Probleme gehabt. Erst recht in Österreich. Ich war da in der zweiten Halbzeit am Wörthersee, als ja zwei Stunden vorher ein Unwetter niederging, das Spiel dauernd verlegt wurde. Da haben sie in der zweiten Halbzeit auch mit diesen langen Bällen immer wieder Probleme gehabt. Mexiko hat den Einwurf schon in der deutschen Hälfte. Mexiko ist jetzt wieder 9 Minuten rum. 0:0 der Spielstand. Mexiko jetzt in dieser Phase erst einmal wieder am Drücker. Über die linke Seite. Über eben den von mir eben schon angesprochenen jungen Lozano. Der legt den Ball nochmal quer, kriegt ihn aber zurück. Ist jetzt auf Höhe des Strafraums. Da kommt der Distanzschuss und Neuer ist da. Ganz sicher packt er zu. Es ist wirklich so. Das war auch mein Eindruck in Klagenfurt, als er ja zum ersten Mal nach dieser Ewigpause gespielt hat, von mehr als 8 Monaten. Es ist so, als wenn er nie weg gewesen wäre. Aber warten wir mal ab. Die WM dauert ja hoffentlich noch ein bisschen für die deutsche Mannschaft. Aktuell 10 Minuten ziemlich exakt rum und es steht noch torlos 0:0. Und die Deutschen mit Kimmich auf der rechten Seite in der mexikanischen Hälfte spielt den Ball zurück zu Boateng. Boateng ist immer die erste Station, die gesucht wird von Torhüter Neuer im Aufbauspiel der deutschen Nationalmannschaft. Hat auf Kimmich gepasst, der versucht den Pass in die Zentrale. Wieder geht Khedira zu Boden, wieder bekommt er keinen Freistoß. Also Schiedsrichter Fagani aus dem Iran, der lässt hier eine härtere Gangart zu. Mexiko hat ja Wettkampfhärte. Boateng versucht es mit einem langen Pass auf die rechte Seite, wo sein Münchner Kollege Thomas Müller steht. Ein mexikanischer Verteidiger rückt raus, köpft den Ball ins Seitenhaus. Und Joshua Kimmich hat ihn bereits in beiden Händen, um gleich den Einwurf für Deutschland auszuführen. Ball wieder im Spiel bei Mesut Özil. Gibt es Pfiffe von den deutschen Fans für Özil? Kann man nicht hören. Es sind zu viele laute Mexikaner da. Kimmich im Strafraum, aber kriegt keine Flanke mehr in den 5-Meter-Raum, weil er bedrängt wurde, weil er den Ball nicht sauber annehmen und somit auch nicht kontrollieren kann. Ochoa ist da. Das war keine Chance für die deutsche Mannschaft, die ja seit 1990 immer ihr Auftaktspiel gewonnen hat bei Weltmeisterschaften und im Schnitt dabei auch 4 Tore pro Spiel geschossen hat. Ich weiß nicht, ob es heute so viele werden, aber ich traue den Deutschen trotz der überschaubaren Erfolgserlebnisse in der Vorbereitung einen Sieg gegen Mexiko zu. Aber die Mexikaner, sie kämpfen voller Leidenschaft. Für sie ist diese WM was ganz Großes. Hector Moreno hat gesagt, von 10 Spielen gewinnt Deutschland 9. Das hier ist das Spiel meines Lebens mit der Tri, El Tri, so heißt sie ja auch, die mexikanische Nationalmannschaft wegen der Nationalflagge. Zu der gehören 3 unterschiedliche Farben. Jetzt gucken wir da auf den Rasen. Einwurf Mexiko, Ball wieder im Spiel in der deutschen Hälfte. Ja, jetzt müsste eigentlich Einwurf für Deutschland geben, nee. Also es ist hier direkt vor der Trainerbank von Joachim Löw, der auch so ein bisschen unruhig ist.
weiße Turnschuhe, sehr enge schwarze Hose und noch engeres schwarzes T-Shirt hat er an. Und gibt jetzt immer wieder so kleine Anweisungen an seine Defensivleute, denn Mexiko ist so 10, 15 Meter weg vom deutschen Strafraum, spielt da relativ furchtlos. Und der Bundestrainer tippt jetzt den Ball mal kurz und hält ihn zweimal oben, weil er ins Seitenaus geht und ihm vor die Füße rollt. Und dann gibt er ihn zurück an einen Mexikaner und Mexiko versucht, den nächsten Angriff zu starten. An drei Spielern windet er sich da vorbei. Das haben sie gut gemacht. Deutschland kommt im Augenblick nicht so richtig in die Zweikämpfe. Jetzt geht Hummels mal mit energischer Grätsche dazwischen, ist rausgerückt aus seiner Innenverteidigerposition und klärt erst einmal. Aber wie von der Gummiwand kommt der Ball schon mal direkt wieder vor seinen Strafraum zurück. Das deutsche Team kommt nicht so richtig an die Bälle, kriegt keinen Zugriff. Und jetzt gibt es einen Freistoß. Jo, da beschwert sich Toni Kroos. Ich bin geschubst worden. Aber der Schiedsrichter wertet das Handspiel von Toni Kroos. Der fällt durch den Schubser um und nimmt dann den Ball in die Hand. Oh, Freunde, das kannst du schon pfeifen. Der umarmt ihn ja richtig, der Guardado. Aber Schiedsrichter, ja, Schiedsrichter fährt eine sehr, du hast es ja eben schon gesagt, lockere Linie, lässt sehr viel durchgehen. Zieht das konsequent durch. Und in die Linie passt auch diese Szene. Und da müssen die Deutschen sich ein bisschen drauf einstellen. Freistoß, keine ungefährliche Position. Das sind zwar über 30 Meter, aber so diese Halbdistanz. Und die ist richtig gefährlich. Für die kopfballstarken Mexikaner. Alle Abwehrspieler außerhalb des Strafraums. Die Deutschen haben ihre Abwehrreihe weit nach vorne gezogen. Verteidigen auf 17 Meter. Wollen natürlich so auch eine Abseitsposition herbeiführen. Ball ist nicht freigegeben. Aber jetzt ist er freigegeben. Jetzt kommt der Ball rein. Wieder von Layún. Kopfball! Neuer ist da! Manuel Neuer hält den Ball und deutet mit der nach unten ausgerichteten Handfläche an. Ruhig, Leute. Ich habe doch hier alles unter Kontrolle. Ich bin's doch. Manuel Neuer, der viermalige Welttorhüter. Hector Moreno war es, der da geköpft hat. Aber nach Chancen führt, zumindest auf meinem Zettel, Mexiko mit 3:1. Nach Toren steht es, da jetzt hier die 15. Minute angebrochen ist. 0:0 im Luzhniki-Stadion. Die Mexikaner machen das gut. Sie bearbeiten die Deutschen. Sie profitieren auch davon, dass der Schiedsrichter viel durchgehen lässt. Und die deutsche Mannschaft ist, glaube ich, so ein bisschen von der Spielweise der Mexikaner beeindruckt. Ja, und auch, glaube ich, irritiert darüber, wie viel der Schiedsrichter spielen lässt. Also das hat man gerade am besten bei Toni Kroos gesehen, dem mehrmaligen Champions-League-Sieger. Hallo, der weiß, wie harter Fußball, wir sagen ja immer so schön, internationale Härte geht. Und war schon irritiert über die ein oder andere Situation. Deutschland hat den Ball 30 Meter vor dem Tor. Der Mexikaner Draxler weit rausgerückt, spielt den Ball rüber. Schön auf Kimmich, der guckt einmal, hebt den Kopf, da kommt die Flanke rein. Und der Ball ist knapp vorbei. Fast ein Eigentor. Khedira kommt nicht hin, aber der Frankfurter Carlos Salcedo rutscht dann in diesen Ball, den Khedira nicht mehr bekommt und lenkt ihn ganz, ganz knapp am eigenen Tor vorbei. Und deshalb gibt es Ecke für Deutschland. Ist die zweite Ecke, zweite dicke Möglichkeit auch für die deutsche Mannschaft. Ist ein sehr munterer Beginn in dieser ersten Viertelstunde. Ecke schwebt jetzt rein, Hummels steigt hoch. Dann der Distanzschuss, der kommt aufs Tor. Aber ist dann am Ende eine sichere Beute von Ochoa und der wieder mit diesen weiten, langen Bällen. Manuel Neuer muss raus aus seinem Strafraum und haut das Ding halb mit dem Fuß, halb mit dem Knie weg. Und Deutschland jetzt mit der Kontermöglichkeit. Kein Abseits auf der anderen Seite. Mesut Özil, der nimmt erstmal Tempo raus. Dann spielt er zurück auf Kroos. Kroos nimmt Maß, abgefälscht, aber vom eigenen Mann. Und deshalb gibt es keine Ecke, sondern der Schuss von Toni Kroos. Das wissen wir alle. Das kann er deutlich besser. Schlecht ausgespielt, der Konter von Özil. Ja. Vorne gab es zwei Optionen mit Müller und mit Werner. Aber er nimmt Tempo aus dem Spiel, hat Kroos gesucht. Natürlich ist es immer eine gute Idee, wenn man so jemanden wie Toni Kroos sucht. Der hat eine absolute Ballsicherheit, leistet sich ganz wenig Fehlpässe. Aber da war eine Konterchance vor Özil, die hat er nicht erkannt. Und deswegen ist am Ende dann nur so ein Schüsschen von Kroos bei rausgekommen. Ochoa mit dem Abstoß vom Tor der Mexikaner. Ball geht über die Mittellinie. Müller geht ins Kopfballduell, verliert dieses Kopfballduell. Es gibt Einwurf für Mexiko vor der deutschen Coachingzone, wo Joachim Löw jetzt mal auf der Bank Platz genommen hat. Sein Kollege Juan Carlos Osorio, 56 Jahre alt, kommt aus Kolumbien, steht in seiner Coachingzone mit einer schwarzen Hose, mit einem weißen Hemd. Auch das ist eine Garderobe, die ich okay finde. Wir haben hier ein T-Shirt an, denn es ist sehr warm hier in Moskau. Es ist Sommer, 23, 24 Grad. Wir haben es ja schon ein bisschen später hier, 17.30
17, nee, das ist die deutsche Zeit, ne? Wir haben es 18:17 hier. Ja, ja. Wir haben es schon nach 18 Uhr, aber diverse man kann Uhren hier noch wunderbar im T-Shirt das Spiel verfolgen. Und jetzt gucken wir auf den Mann, der die 18 auf dem Trikot hat. Kimmich schickt wieder auf der rechten Seite. Werner setzt an zum Sprint, aber kann sich nicht durchsetzen gegen Gallardo, gegen den mexikanischen Linksverteidiger. Das haben sie rausbekommen, dass Kimmich Werner immer mit Pässen in die Tiefe, immer steil schicken will. Das lassen sie nicht zu. Aber jetzt kommen die Mexikaner. Und das wird gefährlich, da sind sie im Strafraum und dann gibt es den Rempler. Aber das Spiel läuft weiter, das Spiel läuft weiter. Noch einmal das Einsteigen von Hummels. Und dann kann die deutsche Mannschaft zunächst klären, aber nicht weit genug, weil es immer noch heiß. Und jetzt erst einmal Boateng im Sitzen auf dem Popo. Grätscht er den weg. Mei, oh mei, die Defensive, wenn die Mexikaner schnell kommen, in diesem Fall über Chicharito. Der geht da rein in den Strafraum. Dann schwimmt die deutsche Defensive. Da vor allem im Mittelfeld ist gar keiner, der irgendwie mal diese weiten, raumgreifenden Schritte und Pässe der Mexikaner unterbindet. Die sind dann sowas von schnell aus der eigenen Hälfte vor dem deutschen Strafraum. Das muss besser werden bei der deutschen Mannschaft. Da ist die Abstimmung noch nicht gut. Und da kommt dann auf so eine, ich sag jetzt mal in An- und Abführung, arme Viererkette und auf den armen Manuel Neuer viel zu viel zu. Das ist dann sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Das hat der falschen Einwurf entschieden. Falscher Einwurf, er ist also im Feld gestanden, der Jérôme Boateng. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, auf diesem Niveau. Das habe ich aber schon sehr lange. Also, dass er mal so bei feuchten Händen ein bisschen wegflutscht der Ball und dann falsch wird. Er pfeift kleinlich, der Schiedsrichter, das können wir festhalten. In dem Fall ja. Jetzt kommt die Flanke rein in den deutschen Strafraum, wird erstmal geklärt. Draxler, jetzt mach mal was. Und er sagt Handspiel und das hat der Schiri jetzt auch gesehen. Ja, ja. Das war ein Handspiel im Zweikampf mit Draxler. Gibt jetzt auch eine sehr ernste Ermahnung an den Frankfurter Salcedo, der da den Arm eher denn die Hand zu Hilfe nahm, um zu verhindern, dass der Draxler da an ihm vorbeikam. Und das war im Zweikampf alles okay. Würde ich noch keine gelbe Karte für ziehen, aber ist natürlich ein Freistoß für die deutsche Mannschaft. Jetzt haben sie ein bisschen mehr rausgeschoben, die Mexikaner. Der Mut, der El Tri, wie die Mexikaner sich nennen, ist noch größer geworden. Jetzt Kimmich auf der rechten Seite, ist schon in der gegnerischen Hälfte. Spielt mal rein in den Strafraum. Schön auf Timo Werner gelegt. Der ist da, dreht sich, schießt und gehalten. Ein bisschen zu zentral und oben. Da war wunderbar der Özil freigelaufen. Aber den hat er nicht gesehen. Der wäre völlig frei gewesen. Draxler war es, der da ganz frei war. Aber der am Ende halt den Ball nicht kriegt, weil Werner das schön macht. Abschirmt in bester Gerd-Müller-Manier mit dem Rücken zum Tor. Drehungsschuss. Und dann schießt er ein bisschen zu zentral. Und den konnte Ochoa dann sogar festhalten. Ein sehr spannendes, ein sehr intensives, phasenweise ein bisschen wildes Spiel in dieser Anfangsphase. Die ersten knapp 20 Minuten sind rum. Gestern hieß es, es sind nur 70.000 Tickets verkauft. Aber wir haben viele, viele deutsche Fans ohne Karten getroffen in Moskau. Und die waren bereit, über $300 zu bezahlen, um an Ticket zu kommen. Und die haben scheinbar alle eins gekriegt und für die Mexikaner erst recht. Ich würde sagen, Michael, Stadion ist ausverkauft. Ja. Und ein ausverkauftes Luzhniki-Stadion hat dieses Spiel auch echt verdient. Das macht was her, so ein volles Luzhniki-Stadion. Ein Halbfinale wird hier auch stattfinden, ebenfalls das WM-Endspiel. Aber ob wir die Deutschen da sehen in dem Finale, weiß ich nicht. Momentan, finde ich, hat die deutsche Mannschaft große Probleme. Wir haben es jetzt ja schon 20 Minuten lang erzählt. Boateng hat den Ball und versucht es jetzt über Khedira. Khedira passt den Ball zurück zu Boateng. Der steht da 10 Meter vor dem eigenen Strafraum. Rechts wird dann Kimmich angespielt. Die Mexikaner verschieben gut, stellen die Räume zu. Und jetzt könnte mal wieder einer dieser gefürchteten Diagonalpässe von Boateng kommen. Er breitet die Handflächen aus, als wollte er sagen, hey, was soll ich machen? Bietet euch gefälligst mal an, ein bisschen mehr Bewegung da in der gegnerischen, in der mexikanischen Hälfte. Jetzt hat Özil den Ball. Halbrechte Position, legt rechts raus zu Kimmich. Kimmich dann zu Müller. Der versucht, einen Mexikaner zu tunneln. Und zwar Gallardo, aber das klappt nicht. Der schießt den Ball nach vorne. Er schießt ihn zu Özil. Hat zwei Grün-Weiße bei sich und holt einen Einwurf raus. Und da fordert Kimmich vom Balljung sofort einen neuen Ball. Gibt es Einwurf für Deutschland? Jawohl, Josua Kimmich. Wollte eben den Ball zurückwerfen in die eigene Hälfte. Warum denn nicht nach vorne? Weil da zu wenig Bewegung ist. Ja, hat den Ball immer noch. Dauert sehr lange. Kimmich kann keinen anspielen. Dann findet er Werner. Werner hat den Ball bekommen, spielt zu Müller. Der hat sofort einen Mexikaner bei sich, und zwar Herrera. Jetzt hat aber Özil den Ball bekommen. Links ist Platz. Draxler am 16er. Draxler deutet einen Schuss an, spielt nochmal ab. Kroos. Kroos schießt mit links. Ochoa hat ihn. Ochoa hält den Ball von Toni Kroos in die Tormitte
war jetzt keine ganz so schwierige Herausforderung für einen Torhüter. Die Mexikaner hatten ja schon viele unsichere Torhüter bei vergangenen Weltmeisterschaften. Aber dieser Mann, der ist gut erfahren, spielt bei Standard Lüttich. Ich habe es gesagt, ist 32 Jahre alt und hatte mal so gar keine Probleme mit diesem Distanzschuss von Toni Kroos. Also, jetzt ist die erste Hälfte der ersten Halbzeit rum. 22,5 Minuten gespielt. Noch immer 0-0 in Moskau. Ja, und Turmels hat den Ball. Ganz durchgestreckte Brust mit kleinen Schritten. Dann wartet er ein bisschen lang und verliert den Ball. Oh, das war schlecht von Hummels. Jetzt die Möglichkeit für die Mexikaner. 3-3. Ball auf Chicharito gespielt. Der schießt sofort. Und Boateng ist dazwischen und kann das Ding klären. Und jetzt müssen sie mal ein bisschen Ruhe in die Aktionen bringen. Und dann aber nicht im entscheidenden Moment das Tempo rausnehmen, wie Özil das eben gemacht hat. Das war echt schade. Der war da auf der halblinken Position sowas von gut positioniert mit 2-3 anderen deutschen Spielern. Und dann kommt jetzt der Rutscher von Kimmich in der eigenen Hälfte. Der Mexikaner liegt am Boden und der iranische Schiedsrichter ist relativ lässig und sagt, hey Freunde, ich entscheide. Das war ein Zweikampf und ich glaube, er hat ihn, wenn, gestreichelt. Also bestenfalls hat der Kimmich ihn gestreichelt. Vielleicht hat es da den Minimalkontakt gegeben. Und da haben sie dann sehr viel draus gemacht. Die Mexicanos. Und kriegen jetzt einen Freistoß, aber Torentfernung für den Mann, der es ja eben, nämlich Layun, der es eben schon mal versucht hat. Diesmal für einen Direktschuss auf jeden Fall viel zu weit. Das sind 40 Meter fast. Aber dennoch ist immer eine unangenehme Position. Halbfeld, wir sind so in der Verlängerung der linken Strafraumlinie. Und dann, wie gesagt, weit raus, so in der Mitte fast zwischen Strafraum und Mittellinie. Und der Schiedsrichter hat da hinten jetzt nochmal alles an Abwehrspielern ermahnt, was zu ermahnen war. Layun geht jetzt weg, jetzt kommt der Ball mit dem rechten Fuß. Und das war dann Foul, ja, ja, Foul an Hummels. Und deshalb gibt es, Plattenhardt war es. Und deshalb gibt es also hier ganz klar den Freistoß für die deutsche Mannschaft in der eigenen Hälfte. Und jetzt sehe ich, dass es Khedira war. Also irgendwann habe ich dann auch mal den richtigen erkannt. Aber die waren da alle in der Nähe. Plattenhardt und Hummels direkt daneben. Khedira ist es am Ende gewesen, der da weggerissen wurde. Und der Schiedsrichter ermahnt jetzt auch die Mexikaner, so ein klein bisschen vorsichtiger zu Werke zu gehen. Freistoß wird es geben für Deutschland. Manuel Neuer hat den Ball im Strafraum liegen gehabt, hat ihn dann rausgelegt und hat ihn jetzt ausgeführt. Und Boateng versucht wieder mal so ein paar Offensivaktionen einzuleiten. Werner schön rausgespielt auf Kimmich, aber so einen ganz kleinen Tick in den Rücken gespielt. Und deshalb konnte Kimmich den schon fast angezogenen Spurt nicht weiter fortsetzen. Da musste erstmal stehen bleiben. Tempo raus aus der Aktion. Einwurf wird es geben direkt vor der mexikanischen Bank. Ich schaue auf die Uhr. 24 Minuten rum. 0-0. Ordentliches Spiel beider Mannschaften, aber Michael, Mexiko hat mir zu viele Torchancen. Absolut, da waren drei gute Gelegenheiten für die Mexikaner dabei. Kimmich braucht auch in dieser Szene sehr lange, um den Ball einzuwerfen, hat das jetzt gemacht. Werner beschwert sich da, dass er runtergedrückt wurde von Gallardo, von dem Linksverteidiger der Mexikaner. Sieht dann auch der Schiedsrichter so. Joachim Löw verlässt in diesem Moment wieder seine Coachingzone, nähert sich Richtung Bank. Er sagt ja gerne höchste Konzentration. Ich würde mal sagen, heute wäre auch maximale Konzentration angebracht. Die Deutschen sind mir hinten noch ein bisschen zu flatterig. Jetzt bekommen sie aber den Freistoß. Halbrechte Position, ich würde mal sagen 35 Meter Torentfernung. Da steht Özil, da steht Kroos. Kroos wird es wahrscheinlich machen. Viel Bewegung im mexikanischen Strafraum. Ich sehe da vier Deutsche, die drei Abwehrspieler halten sich an der Mittellinie auf. Ball kommt rein. Kopfballverlängerung wird versucht von Hummels. Draxler schraubt sich auch nochmal hoch. Setzt an zum Fallrückzieher. Kommt nicht ran an den Ball. Die Mexikaner verteidigen gut. Kontern sie auch gut. Sie sind auf jeden Fall schon mal in der deutschen Hälfte. Links läuft sich einer frei. Lozano ist jetzt am Strafraum. Kein Abseits. Jetzt ist er im Strafraum. Lozano legt sich den Ball auf dem rechten Fuß. Zwei Deutsche sind bei ihm. Immer noch Lozano. Gut abgespielt. Die Schussmöglichkeit. Drüber. Miguel Layun. Schnell sind sie, vor allen Dingen schnell am deutschen Strafraum. Und Irving Lozano, der Mann aus Eindhoven, hat das gut gemacht. Er hat seine erste Saison in Europa hinter sich, wurde sofort niederländischer Meister mit Eindhoven. Hat 17 Tore geschossen, 11 vorbereitet. Ein ganz gefährlicher Spieler, der da viele gute Offensivaktionen hat am linken Flügel. Aber jetzt ist zum Glück nichts passiert. Die Deutschen mit Kimmich in der Vorwärtsbewegung, bereits in der mexikanischen Hälfte, sucht im zentralen Mittelfeld Özil. Özil zurück auf Khedira, der im defensiven Mittelfeld, kurz der Ball angetickt von Draxler, der wieder zu Khedira. Jetzt hat Özil den Ball, halbrechte Position, rechts rausgespielt zu Kimmich, lässt den Ball mit einem Kontakt direkt weiterleiten zu Müller. Der war da am Strafraum, aber ein mexikanischer Verteidiger geht dazwischen, spitzelt den Ball ins Seitenhaus. Kimmich braucht sehr lange auch jetzt wieder, um den Einwurf auszuführen. Da
Dabei bewegen sich doch viele. Die Mexikaner stehen gut. Müller hat auch noch keine guten Aktionen. Konnte den Ball eben nicht festmachen. Özil hat aufgepasst. Fehlpass von ihm. Und erneuten Konter von Mexiko. Jawohl! Und zwar über die linke Seite. Da haben sie einen komplett vergessen. Mexiko über links. Pass in den Strafraum. Das ist dann Hummels, der dazwischen grätscht und dafür sorgt, dass Carlos Vela den Ball nicht in den deutschen 16-Meter-Raum spielen kann. Viele, viele Fehler der Deutschen. Jetzt einer von Özil. Das, Armin, gefällt mir gar nicht. Ja, und dass sie in den Phasen, wo sie eigentlich mal schnell spielen müssten, so wie zwei, dreimal jetzt hier schon Kimmich, der, wenn er den Ball mal schnell macht und einwirft, der Müller steht im Strafraum völlig frei. Da muss er ihn nur so als Bogenlampe hoch in den Strafraum schmeißen. Und dann wird das brandgefährlich und er wartet und wartet und wartet. Und dann spielt Özil in der Folge, als er dann den Einwurf bekommt, ja, einen ziemlich üblen Fehlpass. Also so darfst du quer nicht spielen. Relativ weit noch vor dem gegnerischen Strafraum. Dann läufst du halt in solche Konter. Und den Vela, den haben sie jetzt gerade eben komplett alle übersehen. Er hatte sich da irgendwie so auf die linke Seite gemogelt. Und war zwar frei, aber eben doch sehr weit draußen. Und deshalb konnte Deutschland das gut verteidigen. Mexikaner sind auch mit mutigem Spiel da vor dem eigenen Tor. Haben sie aber gut gelöst. Und sind jetzt auf dem Weg in Richtung deutschen Strafraum. Oder besser gesagt in Richtung deutsche Hälfte. Kleines Foulspiel von Groß. Direkt schnell ausgeführter Freistoß der Mexikaner. Und dann wieder der lange Ball rüber auf die Abwehrseite, auf der Kimmich große Probleme hat in dieser Anfangsphase. Ball ist schon wieder bei Lozano. Und dann hat ihn Hummels. Und dann können sie ihn rausspielen, dachte ich, aber schlecht gespielt von Khedira. Deshalb nächste Schusschance. Layun, der oft schießt, aber zum Glück aus deutscher Sicht nicht gut schießt. Ja, noch kein Zielwasser getrunken hat. Wenn er aufs Tor schießt, kommen die alle so, dass Manuel Neuer sie festhalten kann. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und wenn sie nicht aufs Tor kommen, dann gehen sie dann nicht irgendwie Zentimeter irgendwo vorbei, sondern Meter gleich am oder über den deutschen Kasten. Dennoch, das sind mir zu viele Schussmöglichkeiten, die die Mexikaner in dieser Anfangsphase haben. 29. Minute läuft, 0:0 hier in Moskau im Luschniki. Und Deutschland ist im Vorwärtsgang über den wackelnden Kimmich, der ja schon defensiv in Klagenfurt auch so ein schwaches Spiel gemacht hat, wo wir alle gedacht haben, ja komm, der hat eine lange, harte Saison für so einen jungen Kerl hinter sich. Jetzt gibt ihm so ein bisschen Erholung. Die haben ja auch noch sehr heftige Vorbereitungen gehabt. Aber das ist nicht gut, was er bisher heute spielt. Und da wollen wir hoffen, dass er sich steigern kann. Das hat er ja bei den Bayern durchaus des Öfteren bewiesen, dass er das drauf hat. Boateng, jetzt mal einer dieser langen, weiten Bälle. Schön raus, auf Draxler gespielt. Der ist schon auf Höhe des Strafraums. Geht jetzt so ein bisschen raus Richtung Eckfahne. Muss mal gucken, wen kann er mitnehmen. Sieht Plattenhardt, sieht Özil, nimmt dann Plattenhardt mit. Und der dann auf Özil. Der ist 10 Meter weg vom linken Strafraum. Er bewegt sich jetzt aber eher in Zeitlupentempo in Richtung 16er und legt dann nochmal ab auf Draxler. Dann nochmal Özil, der ins Dribbling geht, aber das verliert. Dann versucht das mit einem Hackentrick. Und dann will er einen Freistoß haben, den kriegt er nicht. Und dann Boateng im Zweikampf und Stürmerfoul. Im Zweikampf mit Chicharito. Und der fault von hinten. Und beide, sowohl der Mexikaner Chicharito, die kleine Erbse, wie das übersetzt heißt, oder Javier Hernandez, wie sein eigentlicher Name ist, wurde nach seinem Papa so getauft. Der hieß dann die große Erbse oder nur die Erbse. Auf jeden Fall eher... War eine vegetarische Familie. Ja, wobei ich mir das in Mexiko kaum vorstellen kann. Egal, es gibt Freistoß für Deutschland. Beide stehen auch wieder, keine Betreuer mussten auf dem Platz. Boateng hat sich so ein bisschen in den Rücken gehalten, denn da ist er von Chicharito bedrängt worden. Und Chicharito beschwert sich jetzt immer noch da drüben beim Schiedsrichterassistenten. Und derweil Kimmich auf der rechten Seite, schon auf Höhe des Strafraums, bricht aber erstmal wieder ab, versucht dann zu flanken. Abgeblockt, erster, zweiter Haken, Rückpass auf Toni Kroos. Ja, im Augenblick kein Durchkommen für die deutsche Mannschaft und deshalb steht es immer noch 0-0. Müller jetzt am Ball, der spielt zu Kimmich und der zurück in die eigene Hälfte zu Boateng. Viele, viele Ballkontakte von Jerome Boateng. Wieder der Pass raus über Kimmich auf die rechte Seite. Die linke Seite mit Marvin Plattenhardt, die wird in den Spielaufbau fast gar nicht mit einbezogen. Der hat eben schon mal den Arm gehoben, als wollte er sagen, hey, hallo, ich bin auch noch da. Aber wieder versuchen sie es über rechts, über Kimmich. Müller schon zwischen rechter Eckfahne und Strafraummarkierung. Seine Flanke wird abgefälscht, kommt nicht an, nur bei Guillermo Ochoa. Und das ist der Torhüter der Mexikaner, schon fast ein philosophischer Torhüter. Er hat gesagt, man muss die Liebe zum Sieg entwickeln und nicht die Angst vor der Niederlage. Das hat er gesagt gestern bei der Abschlusspressekonferenz. Schöne Worte und sie haben
Mut, sie haben die Liebe zum Sieg, sie wollen die deutsche Mannschaft bezwingen, sie sind ein gleichwertiger Gegner, vielleicht sogar in einigen Phasen des Spiels vielleicht besser. Es läuft die 32. Minute in Moskau, es steht 0:0 und es beschwert sich Mesut Özil, der da meint, er sei gefoult worden von Héctor Herrera. Aber es gibt einen Einwurf für Mexiko und keinen Freistoß für Deutschland. Da kann sich Özil aufregen, wie er will. Also, Einwurf für die Mexikaner. Carlos Salcedo bringt den Ball ins Spiel. Kopfballverlängerung von Chicharito zu einem Deutschen. Die Deutschen schlagen den Ball sofort weit nach vorne. Und dann köpft ihn Héctor Moreno, der Innenverteidiger, zurück zu Torhüter Ochoa. Und weil der Ball mit dem Kopf gespielt wurde, darf Ochoa den mit den Händen aufnehmen. Wieder Moreno angespielt, der jetzt in Linksaußenposition so langsam auf dem Weg ist Richtung Mittellinie. Jetzt hat er den Ball nach vorne gepasst in die deutsche Hälfte zu Lozano. Einer der stärksten Mexikaner auf Chicharito in zentraler Position. 23 Meter Torentfernung. Nochmal weitergepasst auf die rechte Seite. Da ist es dann Herrera. Die Deutschen stehen jetzt auch gut. Die Mexikaner sind am Strafraum in Rechtsaußenposition. Carlos Vela nimmt es dann mit 2-3 Deutschen auf, behauptet den Ball, spielt ihn nochmal zurück. Nächster Versuch durch die Mitte auf der linken Seite. Sehen Sie jetzt, dass Gallardo vorne ist. Gallardo Linksaußenposition. Nur noch wenige Meter vom deutschen Strafraum entfernt. Flanke kommt flach herein. Geklärt. Und jetzt müsste Kroos das Ganze kontrollieren. Der hat den Ball angenommen, spielt ihn zu Kimmich und er schießt ihn im Strafraum stehen, weit nach vorne, wo aber eben nur Hugo Ayala steht. Der Abwehrspieler, der Mexikaner. Ich würde fast sagen, Mexiko hat momentan mehr Ballbesitz. Das 0-0 geht absolut in Ordnung. Ja, ich finde die deutsche Mannschaft auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Wehleidig arrogant. Also sie kriegen im Augenblick überhaupt nicht auf die Kette, dass der Schiedsrichter halt diese kleinen Nicklichkeiten, die oft abgepfiffen werden in Europa, ist halt ein iranischer Schiedsrichter, die lässt ja alle laufen. Der Mesut Özil eben Kroos nur. Und Özil beschweren, ja, beschwert, sich oft, ne? Sitzt da auf dem Popo, genau. Und Mensch, gib mir doch den Freistoß. Also offensichtlich pfeift der Schiri das nicht. Und das musst du da mal irgendwann akzeptieren und musst dann diese Härte annehmen und in den Zweikämpfen ein bisschen stabiler sein. Wenn diese taktischen Freischüsse bringen nichts. Jubel jetzt bei den mexikanischen Fans. Schöner Hacken da im Mittelfeld. Der nächste Angriff kommt rein in den Strafraum. Kommt rein. Dicke Chance für Layun, der aus meiner Sicht eher im Abseits war. Also roch für mich zumindest nach Abseits. Aber er kommt eh nicht an den Ball, weil er den irgendwie komplett falsch berechnet hat oder selber dachte. Nein, war kein Abseits. Kein Abseits. Nee, da hat der Plattenhardt überhaupt nicht aufgepasst. Ist nicht mitgelaufen. Und Layun ist überrascht von diesem Pass, den er dann nicht mehr kriegt. Und am Ende ist Neuer der, der die Situation dann relativ problemlos entschärfen kann. Zu viele Fehler in der Defensive. Und vorne lassen sich zu leicht den Schneid abkaufen. Jetzt mal Khedira. Auch das wird laufen gelassen. Der liegt dann da erstmal auf dem Bauch und sieht, dass der Konter läuft über Chicharito. Der könnte jetzt Lozano mitnehmen. Der ist im Strafraum. Erster Haken vorbei an Kimmich. Der Schuss ins Tor. Tor für Mexiko. Das ist verdient. Lozano macht das 1:0 für El Tri. Und Kimmich sieht schlecht aus. Und die ganze deutsche Defensive sieht hundsmiserabel aus. So darfst du als Weltmeister nicht verteidigen. 35. Minute und es steht 1:0 für Mexiko. Jerome Boateng wurde alleine gelassen, sieht mit vollem Tempo Chicharito auf sich zukommen. Der sieht im Augenwinkel, dass Lozano da ist. Der lässt einen Deutschen aussteigen, legt sich den Ball von den linken auf den rechten Fuß, schließt ab und auch der gute Manuel Neuer hat keine Chance. Ball kommt in die kurze Ecke, flach geschossen, scharf geschossen. Liebe Sportsfreunde, das ist verdient. Mexiko führt in Moskau in der 35. Minute, verdient mit 1:0 gegen den Weltmeister, der die Härte des Spiels nicht annimmt, der sich von den Konterangriffen der Mexikaner übertölpeln lässt, der große Schwierigkeiten hat in der Defensive, der nicht handlungsschnell ist in der Offensive, der die Lücken in der mexikanischen Abwehr nicht findet und dem offensiv unterm Strich zu wenig einfällt. Spiel wieder freigegeben, Anstoß der deutschen Mannschaft ausgeführt, Khedira auf Kimmich, Kimmich auf Khedira, der zurück zu Boateng und der steht in der deutschen Hälfte. Und jetzt wird es hier noch mal ein bisschen lauter als ohnehin schon. Fantastische Stimmung hier im Luzhniki. Das liegt an den Mexikanern. Ein Reisevolk. Ich habe gelesen, dass die zweitmeisten Tickets für diese WM außerhalb Russlands in die USA verkauft worden sind, nämlich 90.000.
obwohl die USA ja gar nicht hier an dieser WM-Endrunde teilnehmen. Das liegt wahrscheinlich auch an den Mexikanern, weil viele ja dort leben und viele hier rübergeflogen sind nach Russland, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und sie feiern, sie jubeln, sie sind stolz auf ihre Mannschaft und sie haben allen Grund dazu. Mexiko führt 1-0. Plattner mit der Flanke von der linken Seite. Die Möglichkeit jetzt vielleicht für Draxler, aber drei Mexikaner sind bei ihm. Draxler legt den Ball nochmal quer. Schuss abgeblockt von Khedira. Sie verteidigen auch gut. Aber dann Foulspiel gepfiffen und es gibt es endlich mal den Freistoß für die deutsche Mannschaft. Jo, Kimmich ist da gefoult worden, der liegt auch immer noch am Boden. Rustikal, die Mexikaner da wieder eingestiegen. Und das ist viel zu leicht, wie die deutsche Mannschaft sich hier auskontern lässt. Wie sie da einfach keinen Griff kriegt an die Konter. Und Kimmich hat es da ordentlich auf den Fuß bekommen. Ich guck mal, er steht aber, glaube ich, schon wieder, wenn ich es richtig sehe. Und kann also für ihn weitergehen. Unten diskutiert Joachim Löw mit seinen Co-Trainern. Was machen wir? Was müssen wir anders machen? Ja, vorne muss ein bisschen schneller gehen und hinten musst du besser zupacken. Und du musst vor allen Dingen im Mittelfeld diese Konter verhindern. Du musst da einfach mal die weiten Pässe nach vorne besser unterbinden und vorne die leichten Ballverluste. Boah, das war ein ordentlicher Sack, den wir jetzt hier an Fehlern geschnürt haben. Aber es gibt ja jetzt den Freistoß für Deutschland. Entfernung, also knapp 25 Meter, 3,24 Meter. Fast schon halbrechte Position gemalt für einen Linksfuß. Das wäre dann Mesut Özil. Diskutieren aber Draxler, Özil und Toni Kroos. Die haben jetzt nochmal überlegt, wer von uns wird es machen. Mein Tipp wäre Özil in den rechten oberen Torwinkel. Dann schießt Toni Kroos an die Latte. Dicke Chance für Deutschland. Ball ist immer noch im Strafraum. Jetzt kommen die Mexikaner dazwischen. Kroos hat ihn nochmal. Nochmal die Möglichkeit. Über die rechte Seite. Da ist Müller. Flankt rein in den Strafraum. Ein bisschen zu hoch. Nächster Ball. Kommt jetzt auf Timo Werner. Der ist schon in der Box. Legt ihn nochmal rüber auf die andere Seite. Da ist Müller. Immer noch im Strafraum. Scharf herein, aber abgeblockt von den Mexikanern. Dicke Chance für die deutsche Mannschaft. Und Foulspiel dann von Boateng. Und der wird vom Schiedsrichter jetzt Minimum ermahnt. Naja, weil er sagt, das war ein taktisches Foul. Tief noch in der gegnerischen Hälfte, aber richtig gemacht von Boateng. Sonst wird schon wieder einen dieser Konter gegeben. Also Ausgleichschance durch Toni Kroos. Toller Freistoß, drei Schritte Anlauf. Und der Ball klatscht an die Latte. Der Torwart war auch noch mit den Fingerspitzen dran. Und am Ende eben kein Tor für Deutschland. Und weiter 1-0 für Mexiko. Durch den Treffer von Lozano aus der 35. Minute. Das ist 4 Minuten her. Und jetzt führen die Mexikaner den Freistoß aus. In dem Fall Hector Moreno, der Mann dort aus dem Abwehrzentrum. Das Ganze ungefähr 25 Meter vor dem Strafraum. Jetzt bekommt er die gelbe Karte von Schiedsrichter Fagani. Gelb für Moreno, weil er Zeitspiel geahndet hat. Hat sich zu viel Zeit gelassen, um den Freistoß auszuführen. Also das wäre natürlich sehr früh, schon in der 40. Minute mit dem Zeitspiel anzufangen. Aber vielleicht werden wir das da Mitte der zweiten Halbzeit erleben, wenn Deutschland dann immer noch mit 0-1 hinten liegen sollte. Apropos hinten, Neuer, gefährlich, spielt den Ball flach nach vorne, bringt Khedira in Bedrängnis, weil er den flach und scharf anspielt. Der Ball landet im Seitenaus. Es gibt Einwurf für Mexiko. Der erste Fehler von Manuel Neuer nach vielen guten Aktionen in den bisher gespielten 40 Minuten. Einwurf Mexiko ausgeführt. Chicharito geht zu Boden, wird ein bisschen runtergedrückt von Boateng. Das reicht aber nicht für einen Freistoß. Die Deutschen sind in Ballbesitz, weil das Spiel weiterläuft. Und sie sind mit Boateng und Hummels im eigenen Strafraum im Ballbesitz. Endlich wird links mal Plattenhardt mit einbezogen. Hatten nicht viele Ballkontakte. Ich habe es ja schon angedeutet. Vieles geht bei den Deutschen offensiv über die rechte Seite. Und das Spiel wird auch jetzt wieder tendenziell auf die rechte Seite verlagert. So ist es. Khedira spielt Kimmich an. Kimmich ist in der mexikanischen Hälfte wieder zu Khedira. Khedira dreht sich dann. Ein Viertel spielt zu Boateng. Boateng zu Müller, der wieder zu Khedira. Der steht an der Mittellinie. Und dann ist es wieder Kimmich, der den Ball da auf der rechten Seite bekommt. Vorne wenig Bewegung. Draxler und Werner stehen mit dem Rücken zum Tor. Jetzt mal diagonaler Ball auf Plattenhardt auf die linke Seite. Ist jetzt kein dribbelstarker Spieler, eher einer, der Flanken reinzieht in den Strafraum. Erstmal hat Draxler angespielt. Der ist auch in Linksaußenposition in Strafraumhöhe. Dann zu Müller. Müller steht mit dem Rücken zum Tor. Und jetzt ist es sogar Boateng, der sich nach vorne mit einschaltet. Lupft den Ball über die mexikanische Abwehr. Über alle, auch über Müller. Der da nämlich 3-4 Meter vor der Torlinie stand und offenbar noch einen Schlag abbekommen hat. Sich da jetzt irgendwas aus dem Gesicht wischt. Also diese langen, spielöffnenden Pässe von Boateng waren ja oft schon die Lösung, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern in der Bundesliga oder in der Champions League. Vielleicht ein gutes Stilmittel, ansonsten ist den Deutschen noch nicht viel eingefallen. Der Freistoß von Kroos war gut, aber Mexiko führt. Ich bleibe dabei,
verdient mit 1:0. Ja, müssen wir ganz klar so sagen. Nach dem Fehler da von Hummels im Mittelfeld. Ich habe mir das Ganze gerade nochmal angeschaut. Özil, ich habe eben fälschlicherweise den uns ja heute bisher noch nicht so richtig gut gefallenen Joshua Kimmich da beschimpft. Aber nicht er, sondern Özil war ganz hinten im Zweikampf gegen Lozano. Zog dann ein bisschen weg, weil er keinen Elfmeter riskieren wollte. Ist natürlich auch kein Abwehrspieler, der Mesut Özil. Und dann war es für Lozano ein leichtes, an Mesut Özil vorbeizugehen und den Ball ins Tor zu schießen. Jetzt Deutschland über eben Özil schon auf Höhe des Strafraums. Erster Haken, zweiter Haken, dann rein in den Strafraum auf Kimmich. Kopfballabwehr der Mexikaner. Da muss Groß nachsetzen und kriegt den Ball nicht. Und dann läuft schon wieder die Kontermaschine von El Tri über die Mitte. Groß kommt nicht hinterher. Meine Herren, wie langsam wollte er denn da noch laufen? Jetzt sind sie schon wieder im Strafraum. Jetzt sind ein paar Deutsche da. Rückpass, Ball rüber auf die linke Seite, auf den Torschützen. Aber der kriegt ihn nicht ganz. Und muss jetzt erstmal Lozano, ist das gewesen, rauslaufen in Richtung Eckfahne. Auch da, der Toni Kroos kam überhaupt nicht mit, nachdem er den Ball da verloren hatte. Langsam, entweder trabt er oder er kann nicht schneller. Die zwei Möglichkeiten gibt es für mich da nur. Und beides wäre schlimm. Traben geht gar nicht, wenn der Gegner schon wieder seinen Konter startet. Und wenn du mehr nicht drauf hast, dann wäre das auch nicht gut für das deutsche Spiel und für den Blick auf diese Weltmeisterschaft. Immerhin muss man feststellen, die deutsche Mannschaft wehrt sich natürlich, spielt schon nach vorne, hatte diesen Lattenfreistoß von Toni Kroos und ist wieder im Vorwärtsgang. Ball gespielt jetzt aber in den Rücken von Özil, da konnte er nichts machen. Schlecht gespielt von Draxler, der nicht gut spielt. Özil ist nicht gut, Timo Werner müht sich. Von Draxler sehe ich auch viel zu wenig, aber da könnten wir jetzt eine ganze Menge aufzählen, Michael. Ja, wer von ist denn überhaupt gut? Bei denen es hier nicht wirklich Manuel läuft. Manuel Neuer ist gut, das ja. Können wir festhalten. Ja. Den traf bisher keine Schuld, zumindest nicht am Gegentor und hatte vorher auch ein paar starke Aktionen. Mal gucken, was Khedira macht. Passt den Ball flach, jetzt zu wem denn? Zu Salcedo, aber nicht zu Müller. Der Ball war zu scharf für Müller, der sich da 2-3 Meter vor dem mexikanischen Strafraum aufgehalten hatte. Und der Rechtsverteidiger, der ja in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt spielt, kam an den Ball. Die Mexikaner sind bereits wieder in der deutschen Hälfte. Versuchen es jetzt durch die Mitte im Anstoßkreis. Und links immer wieder Lozano hat da viel Platz. Kimmich ist ganz oft zu weit von ihm weg. Und auch Werner ist defensiv keine Verstärkung, der Mann, der ja die einzige Sturmspitze ist. Aber jetzt laufen die Deutschen mal und attackieren in Person von Müller auch die Mexikaner, sodass die bis an den eigenen Strafraum mit ihren Innenverteidigern zurückspielen müssen. Moreno auf Ayala, Ayala zu Salcedo und er schießt den Ball dann weit nach vorne, wo nur Boateng steht. Und dann ist es Manuel Neuer, der den Ball 3 Meter vor dem eigenen Strafraum mit der Brust annimmt und ihn sofort zu Boateng abprallen lässt. Die Deutschen also jetzt mit Khedira im Anstoßkreis, im Ballbesitz. Aber auch der steht nicht für Tempo-Fußball. Immer wieder wird Kroos gesucht. Einer Weltklasse-Spieler von Real Madrid, gerade zum dritten Mal in Folge Champions-League-Sieger geworden. Vielleicht auch das ein Grund für seine Tempodefizite heute, weil er eben eine anstrengende Saison hinter sich hat. Kroos verteilt den Ball auf die linke Seite zu Özil, Özil zu Draxler. 2-3 Meter vom Strafraum entfernt. Dann der Pass zu Plattenhardt. Der ist in Linksaußenposition. Jetzt bringt er mal eine Flanke rein. Kopfball ja niemand. Kimmich wird runtergedrückt. Beschwert sich beim Schiedsrichterassistenten. Kann gar nicht hochspringen. Will dann Elfmeter haben. Spiel läuft weiter. Und natürlich läuft es wieder auf das deutsche Tor zu, weil Carlos Vela Tempo aufnimmt. Und auf der linken Seite jetzt Layún sieht. Layún hat das Spiel vor sich. Und jetzt kommt der Pass zu Vela. 16 Meter. Jetzt könnte er abziehen. Macht das auch. Schießt links vorbei. Die Deutschen stehen damit 6-7 Leuten im Strafraum und lassen die Mexikaner gewähren, lassen diese technisch guten mexikanischen Spieler auf sich zukommen und hoffen, dass sie den Ball am Tor vorbeischießen oder dass Manuel Neuer den Ball hält. Ja, ich habe gerade wieder den Toni Kroos beobachtet. Vielleicht ist er nicht ganz fit, vielleicht hat er irgendwas. Der guckt bei dieser Szene zu. Das ist ein paar Meter weg von ihm. Er geht nicht rein, um irgendwie zu stören. Wir hören jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Gibt es in der 45. Minute sind wir bereits. Und es gibt noch 1 Minute drauf und es steht 1:0 für Mexiko. Und es ist ein sehr ernüchternder Auftritt der deutschen Mannschaft hier bei dieser Weltmeisterschaft, wo sie eigentlich ja doch in den letzten Jahrzehnten, kann man ja sagen, so gut WM-Eröffnungsspiele konnten. Aber das heute, ich will jetzt nicht sagen, ist ein total schwacher Auftritt, weil sie schon ein paar gute Szenen hatten, aber sehr fehlerbehaftet in vielen Dingen, überhaupt nicht geistig und körperlich auf der Höhe. Und deshalb haben sie gegen wieselflinke und absolut bereit seiende Mexikaner aber mal so richtig Probleme. Und Manuel Neuer jetzt mit einem weiten Ball nach vorne, der zum Glück nicht zu einem Konter führt. Layún geht dazwischen, aber es gibt noch mal Einwurf für die deutsche Mannschaft. In der Nachspielzeit, letzte Minute, also dieser ersten Halbzeit läuft, Ball noch mal nach vorne gespielt. Auf Müller. Und was ist dann? Halbzeit. Kommt jetzt der Halbzeitpfiff. Wozu kriegen wir dann 1 Minute Nachspielzeit?
wenn dann, naja, doch, es kommt hin, wenn wir dann also durch sind. Egal, es ist also jetzt Halbzeit, Nachspielzeit ist rum und Deutschland tut sich enorm schwer gegen starke Mexikaner und liegt hinten, der Weltmeister liegt hinten zur Pause mit 0-1. Noch ist Halbzeit im Luzhniki hier in Moskau. Mexiko führt schon reichlich überraschend 1-0 im ersten deutschen Gruppenspiel gegen den Weltmeister Deutschland. Michael Augustin, Sie haben uns in der Pause jetzt hier auf unserem Monitor ganz oft ganz groß beim Aufwärmen Marco Reus gezeigt. Aber ich glaube, wenn ich so die ersten deutschen Spieler wieder reintröpfeln sehe, dass Bundestrainer Joachim Löw zumindest unmittelbar nicht wechseln wird. Nee, Reus bleibt draußen. Die ja. Elf, die im ersten Durchgang gespielt haben und wirklich nicht gut gespielt haben, die bleiben auf dem Platz. Es wird, so wie es aussieht, keinen Wechsel geben. Ja. Wir haben ja auch hier verschiedene Monitore auf unseren Presseplätzen. Auf dem einen läuft das Live-Bild mit Zeitlupen und auf dem anderen, da ist so ein Statistikbildschirm. Und da haben wir eine Zweikampfstatistik gesehen, die hat uns doch ein bisschen fassungslos gemacht. Die deutsche Elf hat im ersten Durchgang nur 38% ihrer Zweikämpfe gewonnen und die Mexikaner 62%. Das könnte auch schon eine Erklärung für diesen Halbzeitstand von 0-1 sein. Ne? Ja, es fühlte sich auch ein bisschen so an, dass die Deutschen einfach viel zu viele Zweikämpfe verloren haben. Sie haben auch offensiv zu viele Zweikämpfe verloren. Wenn uns hier der Stadionsprecher ordentlich noch zudröhnt, da verstehst du, wir haben das schon beim Eröffnungsspiel festgestellt. Sie haben es ein bisschen zurückgedreht, aber dafür stehst du manchmal dein eigenes Wort nicht mehr. Zweite Halbzeit läuft seit ein paar Sekunden. Deutsche Mannschaft hat angestoßen durch Mesut Özil, der blass geblieben ist in dieser ersten Halbzeit. Aber es wäre jetzt unfair von uns beiden, nur auf ihm rumzuhacken. Es klaffte ein Riesenloch, wenn sie vorne den Ball verloren haben, im defensiven Mittelfeld, weil es eigentlich gar keins gab. Also Khedira und Kroos, das sind beides Weltmeister, aber die muss man auch kritisieren dürfen. Das war gar nichts. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt besser wird. Erster Fehlpass von Boateng. Und schon läuft wieder der Konter. Und vorne Chicharito. Da ist wieder keiner bei ihm. Jetzt müssen sie zurücklaufen. Hummels ist jetzt da. Khedira guckt sich da mal um. Ist zumindest auch mit zurückgelaufen. Der Torschütze kommt und dann nehmen die Mexikaner Tempo raus. Bleibt beim 1-0 für Mexiko. Das war ja auch das Problem in der 35. Minute. Boateng war alleine und sollte alleine einen mexikanischen Konter unterbinden. Zu zweit liefen sie auf ihm zu. Chicharito passte den Ball aus dem Zentralmittelfeld auf die linke Seite zu Lozano. Der ließ dann Özil aussteigen und vollendete mit einem flachen Schuss ins kurze Eck. Manuel Neuer trifft da keine Schuld. Er hat gut gehalten im ersten Durchgang und er ist für mich der beste Deutsche in der ersten Halbzeit gewesen. Jetzt gibt es Einwurf für Deutschland. Thomas Müller hat den Ball noch in der eigenen Hälfte. Nur um das mal kurz einzuwerfen. Wir sind uns ja meistens einig, in diesem Fall erst recht. Manuel Neuer, der beste Deutsche. Einwurf ausgeführt von Müller auf Boateng. Er spielt den Ball in der eigenen Hälfte, kurz vor dem Strafraum, quer zu Hummels. Da ist kein Tempo im Spiel. Hummels wieder zu Boateng. Vielleicht kommt jetzt einer seiner berühmten Diagonalbälle. Er passt den Ball erstmal auf die rechte Seite zu Kimmich. Und das habe ich auch im ersten Durchgang bemängelt. Es läuft ganz viel über rechts, über Joshua Kimmich, der wirklich schon fantastische Länderspiele gemacht hat. Das hier gehört heute nicht dazu. Links über Plattenhardt geht wenig. Jetzt ist Müller in der Vorwärtsbewegung, will den Ball dann zu Kimmich, der durchgestartet war in den mexikanischen Strafraum passen, aber die Mexikaner klären. Aber die Deutschen stehen hinten gut und unterbinden den Konter. Das können sie, die Mexikaner. Sie spielen hart, sie pressen, sie sind offensiv gut und auch der Schiedsrichter Fagani lässt viel durchgehen. Und die Deutschen, auch das haben wir bemängelt, Spieler wie Özil, wie Khedira und wie Kroos, die haben lamentiert, die haben sich beschwert beim Schiedsrichter, sie haben es einfach nicht begriffen, die Linie des Schiedsrichters für sich zu erkennen und entsprechend dagegen zu halten. Ja, und Mexiko hat genau das gesehen, ey, hier dürfen wir viel, der lässt ordentlich was durchgehen und entsprechend sind sie reingegangen. Khedira, jetzt nach vorne gepasst. Toni Kroos lässt sich ein bisschen zurückfallen, sichert hinten ab, denn die Flanke ist erstmal wieder bei den Mexikanern. Kroos dann schön angenommen. Und jetzt Marvin Plattenhardt mit dem Distanzschuss. Den haben sie irgendwie komplett vergessen in der ersten Halbzeit, den Marvin Plattenhardt. Er spielt ja für den grippeerkrankten Jonas Hector. Der ist kurzfristig über Nacht erkrankt und kann heute hier nicht mittun. Und der Plattenhardt hat ja überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie auszuzeichnen. Die deutsche Mannschaft total rechtslastig spielend, also immer über die rechte Seite nach vorne. Und Draxler und Plattenhardt auf links waren da oft irgendwo rumgestanden und hatten nichts zu tun. Und waren damit eigentlich, ohne dass die Mexikaner da viel tun mussten, aus dem Spiel genommen. Vielleicht auch das eine der möglichen taktischen Änderungen. Jetzt kommt die Flanke rein in den Strafraum, aber das ist natürlich überhaupt kein Rezept, wenn du vorne einen hast wie Timo Werner. Der hat ein gutes Kopfballspiel, aber das ist natürlich kein Brecher.
Ja, aber heute ist so ein Gomez vorne drin. Also das muss schon ein bisschen anders gehen, Freunde. Immer noch 1-0 Mexiko. Ochoa hat den Ball. Guillermo Ochoa, der Torhüter der Mexikaner. Bei früheren Weltmeisterschaften hatten die oftmals so Kanarienvogel bunte Trikots an. Der ist schon fast konservativ gekleidet mit seiner orangefarbenen Hose und dem orangefarbenen Trikot. Er führt den Abstoß aus. Bald fliegt in die deutsche Hälfte und dann in Seiten aus. Draxler hat ihn zuletzt berührt. Deswegen Einwurf Mexiko. Aber das haben sie schlecht gemacht. Deswegen meckert Chicharito auch mit Layun. Der hatte den Einwurf nämlich unsauber ausgeführt. Aber schon sind die Mexikaner vor dem eigenen Strafraum wieder im Ballbesitz. Schießen den Ball nach vorne, wo Boateng aufgepasst hat. Aber es gibt Einwurf, weil der Ball zwischenzeitlich im Seitenaus gewesen ist. Jogi Löw guckt gerade auf seine Uhr in der Coachingzone. Service für den Bundestrainer. Es läuft die 49. Minute. Ist noch ein bisschen Zeit. Jogi, aber es muss was passieren. Die beste Möglichkeit für die Deutschen im ersten Durchgang, 39. Minute, Freistoß von Toni Kroos, klatschte an die Latte. Aus dem Spiel heraus ist wenig bis gar nichts passiert. Jetzt passiert ein Einwurf für Mexiko. Layun überlässt den Ball einem anderen, und zwar Salcedo, Carlos Salcedo von Eintracht Frankfurt. Da verteidigt er oftmals im Abwehrzentrum bei Mexiko. Ist er Rechtsverteidiger und führt da jetzt schon fast auf Strafraumhöhe einen Einwurf für Mexiko aus. Ball ist im Spiel und jetzt ist der Ball im zentralen Mittelfeld, in diesem Fall sogar in der eigenen Hälfte. Moreno marschiert mit dem Ball über die Mittellinie in die deutsche Hälfte und jetzt sind sie es mit Gallardo, die da in der Vorwärtsbewegung sind. Mexiko passt sich den Ball kurz zu, hat keinen Druck, hat keine Eile, ganz im Gegenteil. Dieser Vorsprung ist vielleicht mehr als die vielen, vielen mexikanischen Fans hier im Luzhniki-Stadion erwarten konnten. 80.000 Zuschauer sind hier in Moskau. Die meisten sind Mexikaner. Die Stimmung ist prächtig. Mexiko spielt auch gut, aber Deutschland eben nicht und liegt deswegen 0-1 hinten. Ja, und das ist den Mexikanern natürlich sehr recht, dass sie so spielen können. Boateng jetzt im Zweikampf mit Chicharito. Später wieder ein bisschen rustikal, direkt auf der Mittellinie gegen den kleinen Mexikaner vor. Und der nimmt natürlich dankbar jeden Körperkontakt an. Und deshalb Freistoß für Mexiko, schnell ausgeführt, rausgespielt auf die linke Seite. Kimmich, da kriege ich immer ein bisschen Angst, wenn der in die Zweikämpfe muss. Aber in dem Fall gut gespielt, hat die Räume zugemacht und deshalb gab es den Rückpass. Die Mexikaner haben aber jetzt noch Zeit, können den Ball laufen lassen. Deutsche Mannschaft kommt gar nicht dran. Jetzt wieder Kimmich im Duell gegen den Torschützen Lozano, ganz weit draußen auf der linken Seite. Und Lozano legt sich den Ball ein bisschen weit vor. Gibt Tor ab vom Kasten von Manuel Neuer. Aber Michael, ich muss feststellen, geändert hat sich am deutschen Spiel eigentlich gar nichts. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass Marco Reus demnächst eingewechselt werden wird. Der Mann, der ja eine gute Rückrunde, zumindest den zweiten Teil der Rückrunde bei Borussia Dortmund gespielt hat und der mir auch in den Testländerspielen gut gefallen hat, der ja mal abgesehen von der EM 2012 sein erstes großes Turnier spielt, so viel Verletzungspech hatte, den muss er bringen. Den muss er einfach bringen, entweder für Özil oder für Draxler. Das wäre für mich ein logischer Auswechselkandidat. Draxler jetzt übrigens am Ball, aber wird bedrängt von Salcedo, muss deswegen zurückspielen in die eigene Hälfte, bekommt den Ball jetzt wieder und jetzt hat da Boateng ein bisschen Platz im Anstoßkreis. Keiner ist bei ihm. Jetzt kommt so ein langer Lupfer in den Strafraum oder in die Nähe. Da stand Özil, aber ein Mexikaner köpft den Ball aus dem 16-Meter-Raum heraus zu Sami Khedira. Und er kommt jetzt über die halbrechte Position, ist in der mexikanischen Hälfte, spielt zu Kimmich. Kimmich deutet eine Flanke an mit dem rechten Fuß, kommt sie auch, aber landet auf dem Kreuz von Gallardo. Und von da aus geht der Ball in Seiten aus. Einwurf für Deutschland bereits ausgeführt und gleich noch einer hinterher. Denn wieder war ein Mexikaner dazwischen, der den Ball in Seiten ausgespitzelt hat. Es muss mehr Tempo ins Spiel. Die kurzen, schnellen Pässe, die doch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw auszeichnen, die sehe ich hier gar nicht. Jetzt vielleicht Draxler, 23 Meter, hat kurz mal sowas wie einen Schuss angedeutet. Müller hat den Ball, 18 Meter Torentfernung, spielt nochmal rechts raus. Wieder kommt der Pass dann zu Kimmich, der ist nicht auf rechts außen, sondern aus 18 Metern aus dem zentralen Mittelfeld. Ich will nicht sagen, haut er den Ball aufs Tor. Er lupft den übers Tor. Also das war ein total harmloser Abschluss von Joshua Kimmich. Ja. Also das ist gar nichts. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Laptop-Vorbereitung, intensives Videostudium des Gegners. Und dann fällt dir nichts anderes ein, als dass Boateng den langen Hafer in den gegnerischen Strafraum reinschlägt. Wo dann der, mit Verlaub, jetzt kein Hühne seiende, ist kein Horst-Rubesch-Typ, der Timo Werner steht. Und der soll das dann verarbeiten. Freunde, also du musst dir auch eine Idee überlegt haben, was machen wir, wenn wir gegen Mexiko in Rückstand geraten. Weil das kann dir ja auch als Weltmeister mal passieren. Oder haben sie die Idee nicht gehabt? Oder das macht ist, Mexiko das ist so die gut? Realität, der Rückstand. Ja, der Rückstand ist die Realität. Mexiko führt 1-0 und die deutsche Mannschaft keinen Deut besser als im ersten Durchgang. Und es sind schon wieder 8 Minuten rum. Jetzt mal der Steilpass wieder von Boateng.
wieder zu steil. Khedira kann ihn nicht kriegen und schon wieder läuft der Konter. Mexiko hat Raum, Mexiko hat Platz über die linke Seite. Boateng haben sie jetzt weit rausgezogen, der Torschütze. Lozano ist da und merkt, in dem Fall ist Chicharito in der Mitte abgedeckt und dann lassen sie es ganz ruhig hinten rumgehen. Die haben natürlich jetzt auch Zeit, können mal, wir hören im Hintergrund, geh mal kurz still. Die mexikanischen Fans singen, die natürlich blendender Laune sind, weil sie sehen, dass ihre Mannschaft durchaus verdient führt. Jetzt mal Özil, nimmt wieder ein bisschen Tempo raus, kann aber auch in dem Fall nicht schneller spielen. Draxler geht rein in die Mitte, zieht dann mal. Dann versucht es Werner und er fällt dann hin. Ja, ja, ja. Den musst du nicht geben, den Freistoß. Genau, da kommen ihm vielleicht schnell mal die Tränchen. Das war das, was ich auch in der ersten Halbzeit schon gesagt habe. Mexiko spielt rustikal und du musst dagegenhalten und nicht bei sowas umfallen und mal den Freistoß nehmen wollen, der dann tatsächlich gefährlich gewesen wäre. Ich bin enttäuscht von der deutschen Mannschaft, aber so richtig. Aber die können mich ja noch eines Besseren belehren. Noch steht es 0-1. Da parken wir in derselben Garage. Ich bin auch enttäuscht. Werner jetzt in der Vorwärtsbewegung. Özil, links ist die Möglichkeit. Draxler am Strafraum und rechts abgefälscht. Der Ball geht am Tor vorbei. Salcedo hat ihn auch abgefälscht. Aber auch das war kein harter Schuss von Draxler. Das war eher so ein Schieber. Wollte den Ball da gefühlvoll ins Tor bringen. Aber es gibt immerhin eine Ecke für die Deutschen. Kurz ausgeführt, Draxler auf Kroos. Kroos hat den Ball am rechten Fuß, spielt zu Özil. 20 Meter Tor entfernt und halblinke Position rausgepasst auf Draxler. Flacher Pass in den Strafraum zu Kroos. Der deutet einen Schuss an. Wieder wird der Ball abgeblockt, landet dann wieder bei Kroos. Und dann steht er sich fast mit Khedira im Weg. Aber Khedira löst das gut. Der zu Kroos. Jetzt müssen sie das Spiel mal breit machen. Aber sie spielen den Ball hoch herein, suchen da Müller, aber ein Mexikaner. Und es war, glaube ich, Hector Moreno köpft den Ball dann weg. Und Ochoa hat ihn. Und wieder war es nichts mit der deutschen Chance. Also, das hat sich auch jetzt, nachdem 10 Minuten gespielt sind, in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zum Positiven verändert, das Offensivspiel der deutschen Mannschaft. Ich plädiere dafür, dass Jogi Löw gleich Marco Reus bringt. Es wäre die logische und auch als erste Wechseloption die einzige Konsequenz, die ich an seiner Stelle ziehen würde. Wieder verpufft ein deutscher Angriff. Die Mexikaner fangen die Flanke ab, aber Fehler bei ihnen jetzt im Spielaufbau. Draxler kommt in den Ball, aber dann grätscht einer dazwischen. In dem Fall war es Hugo Ayala mit Kroos und Özil. Waren da zwei Deutsche am Strafraum und dann wird einer gefoult in der Rechtsaußenposition. Ein Deutscher wird gefoult und zwar Kimmich zieht sich jetzt die Stutzen hoch. In dem Fall war es Hector Herrera, der ihn so ein bisschen zum Boden gerangelt hat. Jesus Gallardo war es. Und es gibt Freistoß für Deutschland. Den hat die DFB-Elf bereits ausgeführt und spielt hintenrum über Boateng. Boateng weit schon in der gegnerischen Hälfte. Jetzt mit dem hohen, langen Diagonalball rüber auf Marvin Plattner. Aber der muss den erstmal mit der Brust zweimal annehmen, bis er den Ball kontrollieren kann. Dann Draxler, schön reingespielt in den Strafraum. Kleiner Haken von Khedira, der versucht querzulegen, ist aber eng bedrängt in der Box im 16er und kriegt dann erstmal keine Gefahr rein. Dann Hummels mit einem weiten Kopfball rein in den gegnerischen Strafraum, erstmal abgeblockt. Und dann läuft der Konter, da sind sie in Überzahl. Meine Herren, wer sichert denn da hinten ab? Chicharito, Chicharito quergelegt, schlechter Pass. Wow, und immer noch Gefahr. Und jetzt der Schuss am Tor vorbei. Zwei Mexikaner völlig frei. Und wenn der Chicharito da nicht so einen schlechten Ball spielt in den deutschen Strafraum, dann steht es hier 2-0 auf seinen Mitspieler, auf Vela. Und zum Glück für Deutschland ist da nichts passiert und die deutsche Mannschaft kommt jetzt schon. Spiel geht jetzt wieder ein bisschen rauf und runter. Pass soll kommen, kommt aber nicht an auf Timo Werner. Dennoch Ballbesitz über Özil, schnelle Drehung. Dann noch einmal Özil am ersten vorbei, legt dann rein auf Werner. Kein Abseits, Schuss gehalten! Noch einmal Draxler, aber Abseits. Hey, da bin ich mir nicht sicher. Müller hat geschossen. Stand Müller schon im Abseits? Ja, Müller stand schon im Abseits. Korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter. Und jetzt gibt es einen Wechsel, aber nicht bei Deutschland, sondern bei Mexiko. Edson Alvarez kommt in die Partie für Miguel Layún. Nein, pardon, für Carlos Vela. Carlos genau. Vela war der Spieler, der eben auch in diese Kontersituation involviert war und von Chicharito den Ball so schlecht zugepasst bekommen hat. Also Edson Alvarez, der so wie viele Mexikaner auch in Mexiko spielt, ist jetzt auf dem Platz und er ist ein defensiver Spieler. Da wird ein Offensiver für einen Defensiven geopfert. 20 Jahre jung, hat in der vergangenen Saison 3 platzerweise kassiert, dieser Edson Alvarez. Also
Ich glaube, der liebt das rustikale Spiel. Da können sich die Deutschen in den verbleibenden knapp 30 Minuten noch auf ein bisschen was einstellen. Sie brauchen ein Tor, denn Mexiko führt seit der 35. durch den Treffer von Lozano mit 1:0. Und die Deutschen kommen mit Khedira. Aber das ist kein schnelles Tempo, das ist der Zeitlupentempo. Oder es gibt ja neuerdings auch die Ultrazeitlupe. Das Ultrazeitlupentempo, Flanke in den Strafraum jetzt von der rechten Seite. Aber da sind die Mexikaner immer einen Schritt schneller am Ball. Immerhin landet der Ball wieder bei den Deutschen, bei Kimmich in Rechtsaußenposition. Der zu groß, halbrechte Position. Rechts steht Khedira. Khedira hat den Ball am rechten Fuß. Was macht er? Kommt die Flanke oder kommt der flache Pass? Er versucht, den Ball reinzuspielen zu Müller und zu Werner, die da auf einer Linie stehen, ungefähr auf der Höhe des Elfmeterpunktes. Ball ist nochmal rausgespielt worden zu Kimmich auf die rechte Seite. Und er spielt hintenrum über den Innenverteidiger, über Boateng. Er sieht, dass da viel Platz ist für Kimmich auf der rechten Seite. Gut, flanken kann er, geht durch bis zur Grundlinie. Und ein Mexikaner, sein Gegenspieler Jesus Gallardo, grätscht dazwischen und es gibt Eckstoß für die deutsche Mannschaft und viel Applaus für den Einsatz von Jesus Gallardo. Und jetzt sehen wir, Armin, der Wechsel, den wir fordern. Es gibt übrigens keine Ecke. Ja, Kimmich war zuletzt am Ball, aber der Wechsel, den wir fordern, den wird es gleich geben. Ja, also Marco Reus wird kommen, noch wissen wir nicht für wen. Aber drüben, das bei Kimmich schwer zu sagen, war genau auf der anderen Seite bei uns, ob Kimmich da nochmal am Ball war nach dem Flankenversuch, der da abgeblockt wurde. Auf jeden Fall direkt das Zeichen des Assistenten, dass es eben keine Ecke gibt. Und ich sehe jetzt schon die 11 von Marco Reus aufleuchten und der Schiedsrichterassistent verdeckt noch die Nummer, die jetzt rauskommt. Es ist Khedira. Wow, das war ein Vollrisiko-Offensivwechsel. Toni Kroos muss jetzt quasi alles da hinten alleine machen, zusammen mit Mesut Özil, der jetzt auch schon direkt so ein bisschen nach hinten geht, weil Özil auch schon des Öfteren mal auf der 6 gespielt hat, also jetzt eher so ein bisschen nach hinten geht, während hinten Boateng schon wieder aufpassen muss. Rückt jetzt Reus entweder raus oder auf die 10. Ich glaube, er rückt auf die 10 und wird also jetzt sozusagen das Offensivspiel der deutschen Mannschaft ankurbeln und sehr, sehr nachdenkliche Miene beim ausgewechselten Routinier Khedira. War kein gutes Länderspiel von ihm. Und Deutschland liegt immer noch hinten. Viertelstunde ist schon wieder rum in dieser zweiten Halbzeit mit 0:2 Torchancen. 0-1. Mit 0:1. So habe ich 0:2 gesagt, stimmt. So weit sind wir noch nicht. Ich habe diese Riesenchance da eben immer noch im Kopf. Nein. 0-1 liegen sie hinten. Und Deutschland versucht jetzt nach vorne zu kommen. Aber, und das wollte ich sagen, im Gegensatz zu den Mexikanern, so eine echte Torchance für Deutschland habe ich in der zweiten Halbzeit noch nicht gesehen. Stimmt. Und der mexikanische Trainer Osorio hat ja defensiv gewechselt. Löw reagiert mit einem offensiven Wechsel und Draxler ist jetzt am Strafraum. Zieht nach innen, mit rechts schießt er. Und der Ball verheddert sich da an der Strafraummarkierung. Kommt nochmal zu Kroos. Der ist auf der rechten Seite auch im Strafraum. Will dann den Ball liegen lassen. Will ihn liegen lassen für Reus. Aber der schaltet nicht. Da fehlt dann auch noch die Abstimmung bei Toni Kroos. Der verdreht die Augen bei Marco Reus. Ach Mensch, es geht wenig zusammen. Viele Fehler, so viele, die passen gar nicht alle unter ein Sombrero. So viele Fehler machen die Deutschen hier am heutigen Abend in Moskau. 61,5 Minuten gespielt, 0:1 in diesem WM-Auftaktspiel gegen Mexiko. Und Guillermo Ochoa, der mexikanische Torhüter, lässt sich jetzt schon aufreizen, viel Zeit, um den Abstoß auszuführen. Der Ball verhungert dann fast, kommt gerade eben so an die Mittellinie. Draxler schraubt sich hoch, gewinnt das Kopfballduell gegen Salcedo. Werner war mal kurz dran am Ball, verliert ihn dann aber wieder. Und jetzt sind die Mexikaner da vorne mit Chicharito wieder gefährlich am deutschen Strafraum. Aber auch der ist natürlich nicht derjenige, der die hohen Bälle verwerten kann. 1,75 groß. Und die Abwehrspieler, die ihn da heute hinten bewachen, sind Jerome Boateng 1,92 und Mats Hummels ebenfalls 1,92 groß. Also auch Chicharito musst du genau wie Werner flach anspielen. Die Deutschen jetzt in der Vorwärtsbewegung mit Özil. Zentrale Position, Flankenwechsel auf die rechte Seite. Kimmich, seine Flanken habe ich heute noch gar nicht gesehen. Er spielt den Ball zurück zu Özil. 25 Meter Torentfernung, Mittelstürmerposition. Wieder rechts rausgespielt, aber wieder geht einer dazwischen. Jesus Gallardo, gegen den hat Kimmich heute auch große Probleme. Es läuft bei den Deutschen nicht viel zusammen. Offensiv geht da gar nichts. Mexiko zieht sich jetzt weiter zurück. Gibt es einen Freistoß für Deutschland? Nee, gibt keinen Freistoß. Ja. Der Assistent, zudem hat der Marco Reus dann klagend drüber geschaut. Er ließ die Fahne unten und Schiedsrichter Fayan aus dem Iran sagte dann, komm, was soll ich da pfeifen? Der Mann war dicht dran, hat es gesehen und deshalb läuft schon wieder der Konter über Layun für die Mexikaner, aber der nimmt dann dieser Layun erstmal Tempo raus und passt den Ball nach hinten und so bleibt es erst einmal beim 1:0 für El Tri
für die Mexikaner, deren Fans hier schon so leicht im Siegestaumel sind. Sie merken, dass ihre Mannschaft defensiv stabil steht, die Räume eng macht und immer wieder auf Konter lauert. Manu, der Libero, ist da gerade wieder gefordert mit dem Steilpass auf den Torschützen Lozano. Aber der war da ein Tick zu steil, Neuer raus aus seinem Strafraum und kann das Ding klären. Angriff der deutschen Mannschaft läuft schon wieder, aber über Kimmich auch da nicht schnell. Der macht dann erstmal einen Haken. Da merkst du viel, viel Unsicherheit und Nervosität jetzt auch im Spiel der deutschen Mannschaft. Draxler, sehr zentral spielt er jetzt. Legt den Ball raus auf die rechte Seite. Da versucht dann sich Özil, der liegt auf Reus, der läuft aber erstmal weg vom Tor. Dann noch einmal Reus, der guckt jetzt, wen kann ich anspielen. Mexikaner bis auf Chicharito mit allem Mann rund um den eigenen Strafraum. Dann kommt der Steilpass ganz nach vorne. Bisschen ein Kampfball in Richtung Özil, der muss wieder zurückspielen auf Boateng. Weit nach vorne gerückt. Dann kommt Boateng, zieht die Flanke rein, dann kommt der Fallrückzieher. Dann kommt der Fallrückzieher von Kimmich, der reingegangen war in den Strafraum. Aber er kriegt dann keinen richtigen Druck auf den Ball. Und als Bogenlampe, gar nicht mal ungefährlich, klatscht er dann von oben auf das Tornetz. Und es bleibt beim 0:1. Und Guillermo Ochoa hat sich den Ball an die Markierung seines 5-Meter-Raumes gelegt, klatscht nochmal in die Hände. Und jetzt tritt er ihn mit dem rechten Fuß, führt den Abstoß aus, wieder nur so Richtung Mittellinie. Er schlägt die Abstöße immer auf die rechte Offensivseite, also auch das Spiel der Mexikaner zumindest, denn Ochoa ist eröffnet, auch ein bisschen rechtslastig. Einwurf für Mexiko in der eigenen Hälfte. Salcedo schießt den Ball weit nach vorne und da köpft ihn dann Hummels Richtung Mittellinie. Was passiert jetzt? Kroos hat den Ball links, Werner mal so ein bisschen Platz, nimmt Tempo auf, ist auf dem Weg in den 16er, geht den komplizierten Weg über die Außenbahn, will ihn reinflanken, den Ball, aber Salcedo kommt ran und der verteidigt so gut, dass der Ball dann letztlich doch noch von Werner berührt wird und ins Tor ausgeht. Statt Eckstoß Deutschland, Abstoß für Guillermo Ochoa. 25 Minuten noch auf der Uhr hier vor den 80.000 Zuschauern im Luzhniki-Stadion. Und Deutschland liegt im WM-Auftaktspiel gegen Mexiko mit 0:1 zurück. Und manchmal ist es eben doch so, dass die Ergebnisse der Vorbereitung nicht trügen. Die Deutschen haben 5 Länderspiele, Testspiele nicht gewonnen. Und dann kam es zu einem läppischen 2:1 gegen Saudi-Arabien. Ach, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur WM-Vorbereitung, heißt es dann da immer. Aber ist offenbar doch schlimm. Das ist nicht die deutsche Mannschaft, die wir von den letzten Turnieren kennen. Und jetzt wird gewechselt bei Mexiko. Jetzt kommt ein Stürmer. Jetzt kommt ein Neuner. Raul Jiménez betritt den Rasen. Also, er wird reingenommen. Der Mann von Benfica Lissabon aus Portugal. Vielleicht auch, weil die Mexikaner sich jetzt hinten noch ein bisschen weiter zurückfallen lassen wollen und auf Konter setzen wollen. Und da könnte ein frischer Mann wie Jiménez nicht schaden. Also, jetzt sind es nur noch 24 Minuten, nach wie vor 0:1. Ja, und jetzt läuft der deutschen Mannschaft so langsam die Zeit weg. Also jetzt kannst du schon mal überlegen, ob nicht ein Unentschieden schon ein Erfolg wäre bei diesem Auftaktspiel gegen Mexiko. Zur Erinnerung nochmal, es zählt, wenn es um den Gruppensieg geht, am Ende bei Punktgleichheit nicht der direkte Vergleich, sondern das Torverhältnis. Da sind wir auch mal sehr gespannt. Jetzt Reus treibt den Ball nach vorne, spielt dann schön raus auf die rechte Seite. Da ist Müller. Müller zieht den Ball sofort in die Mitte. Und dann ist hinten Draxler. Da ist Draxler. Dann schießt er und macht das schlecht. Er macht das schlecht. Es gibt zwar Ecke. Mann, aber den muss er doch mal aufs Tor bringen. Da muss doch mal ein bisschen Gefahr rauskommen. Und am Ende braucht er einfach 1-2 Sekunden, bis er den Ball verarbeitet hat. Und es gibt nur Eckball für Deutschland. Die führen die immer kurz aus, die Ecken. Jetzt ist sie wieder kurz ausgeführt. Jetzt Hummels, der Schuss von Timo Werner. Hummels legt ab. Werner feuert sofort los. Aber einen Meter drüber. Und es bleibt hier beim 1:0 für Mexiko. Gehe ich ganz schnell mal zu meiner Tabellenkonstellation. Also Deutschland spielt ja noch gegen Schweden und gegen Südkorea in dieser Gruppe. Und wenn die dann möglicherweise mit den Mexikanern am Ende punktgleich wären, würde das Torverhältnis zählen. Und wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weiterdenken, du wirst Gruppenzweiter, dann würdest du möglicherweise auf den Gruppensieger der Brasilien-Gruppe treffen. Und das könnte dann eben Brasilien sein und das im Achtelfinale. Soweit sind wir noch lange nicht. Jetzt gibt es erstmal Ecke für Deutschland. Aber also eine Niederlage hier zum Auftakt, die wäre mal so richtig schlecht. Wir gucken auf die Situation, die sich jetzt ergibt. Führen die Deutschen den Eckstoß wieder kurz aus. Toni Kroos, Mesut Özil bietet sich da an. Toni Kroos hat jetzt offenbar doch ein
Ecke als Flanke in den mexikanischen Strafraum geplant. Da sind ja auch mit Müller und Hummels kopfballstarke Spieler. Jetzt kommt der Ball rein. Hummels schraubt sich hoch, aber kommt nicht ran, weil der Ball über seinen Kopf hinwegfliegt. Boateng hat aufgepasst, spielt den Ball wieder sofort Richtung mexikanischen Strafraum auf die linke Seite. Wo Draxler ins Dribbling geht, ist jetzt fast an der Grundlinie. Flanke bleibt hängen, wird abgeblockt und jetzt klären sie. Die Flanken werden alle abgewehrt. Irgendein mexikanischer Verteidiger grätscht dazwischen oder steht gut. Keine kommt durch zu Müller oder zu Werner oder neuerdings auch zu Reus, der sich da auch immer häufiger im 16-Meter-Raum der Mexikaner aufhält. Und die Deutschen nehmen den nächsten Versuch an mit Boateng. Der ist bereits tief in der mexikanischen Hälfte, spielt den Ball mit dem linken Fuß auf die Rechtsaußenposition, wo ihn Özil mit der Brust annimmt. Flanke kommt nicht an, landet auf der Brust eines Mexikaners und dann wieder bei Özil, aber der lässt sich den Ball abluchsen. Chicharito für Mexiko auf Layún, von dem haben wir auch lange nichts mehr gesehen. Layún jetzt, rechts ist eine Option, spielt den Ball in die Spitze, ist das Chicharito. Chicharito im Zweikampf mit Hummels, geht zu Boden, die mexikanischen Fans vor den Elfmeter, die Fahne des Assistenten geht hoch und der Schiedsrichter sagt, Freistoß für Deutschland. Freistoß für Deutschland. Und Chicharito, der ehemalige Leverkusener, dreht sich, windet sich, wälzt sich. Manuel Neuer ist bei ihm, will ihn jetzt sofort aufheben vom Boden. Auch Mats Hummels geht dann auch mal hin, beugt sich über den Kopf von Chicharito. Und in dem Fall auch Toni Kroos. Ja, Hummels hat mal kurz seine rechte Hand auf der Schulter von Chicharito geparkt. Der klemmt dann den Ball auch ein. Und vielleicht ist es dann das, was geahndet wurde. Ja, ja, genau. Also er hat den Ball da mit der Hand gespielt und deshalb hat der Schiedsrichter gepfiffen. Hummels da mit einem grenzwertigen Einsatz gegen Chicharito. Aber am Ende gab es dann den Freistoß für die deutsche Mannschaft. Glück gehabt. Auch da Chicharito, das roch so ein bisschen nach Abseits, aber wir haben es gerade nochmal sehen können. Es war genau gleiche Höhe. Deutsche Mannschaft kommt jetzt schon wieder im Vorwärtsgang. Schön in die Mitte gespielt auf Toni Kroos. Ja, bringt scharf den Ball in die Mitte. Draxler rutscht und fliegt heran. Aber kommt einen Bruchteil zu spät und deshalb können die Mexikaner klären, Deutschland bleibt im Ballbesitz. Marco Reus fordert den Ball schon wieder und kriegt ihn auch. Könnte den nächsten Pass spielen. Nochmal den Fuß draufgestellt. Wir haben noch 20 Minuten in diesem Spiel. Deutschland liegt immer noch 0-1 hinten. Jetzt machen sie mal ein bisschen Tempo über die rechte Seite. Die Flanke kommt rein in die Mitte. Kopfballabwehr der Mexikaner. Dann Toni Kroos legt den Ball schon wieder rein. Kriegt ihn wieder zurück. Bisschen ungenau gespielt. Zentral vor dem Strafraum. Guckt er jetzt, wen kann ich mitnehmen, spielt dann erstmal raus auf die halbrechte Position. Da müssen sie sich da so ein bisschen den Ball zuspielen und dann merkt er, jetzt ist erstmal alles zugestellt und spielt auf Boateng. Beide deutschen Innenverteidiger extrem weit aufgerückt. Boateng spielt jetzt auf Reus, der will in die Mitte ablegen. Nochmal Reus, der schießt und knapp drüber. Das Risiko wird immer höher. Also man muss sich vorstellen, jetzt eben bei Ballbesitz Deutschland waren Hummels und Boateng die beiden hintersten deutschen Spieler. Fast 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt hat sich ein Mexikaner da verletzt, weil er den Ball abgekriegt hat. Jesus Gallardo. Ja, von Reus. Und zwar den ersten Versuch von ihm, als er da abgeblockt wurde. Und 78.000 Zuschauer hatten wir auch beim Eröffnungsspiel. Da war es auch angeblich ausverkauft. Also wird das auch heute so sein. Und die Mexikaner behandeln ihren Spieler dann noch immer. Der hat den Ball mitten ins Gesicht bekommen. Also da glaube ich jetzt mal, dass das wirklich keine Zeitschind-Aktion ist. Ein bisschen wird es dazugehören. Aber ich glaube, der hat vor allem an der Nase echt Schmerzen, weil er diesen Ball halt wirklich voll, ja, ja, ins Gesicht bekommen hat. Und deshalb also ist das Spiel aktuell noch unterbrochen. Michael? Ich sehe, dass sich Niklas Süle bereit macht. Der sah eben so aus, als würde er gleich eingewechselt werden. Aber jetzt streift er sich das braune Aufwärmleibchen dann doch nochmal über. Also Niklas Süle ist ja ein Verteidiger. Ich wüsste jetzt nicht, warum Boateng oder Hummels ausgewechselt werden sollten. Oder plant Jogi Löw die 1,95 von Niklas Süle da vorne im Angriff, damit man den wenigstens hoch anspielen kann. Aber dann kann. Könntest du ja auch irgendwie einen Gomez dann nehmen. Dann könnte man auch Gomez mit 1,89 bringen. Also ja, wir beobachten das weiter. Niklas Süle sah eben so aus, als käme er sofort rein, aber hat sich jetzt das Aufwärmleibchen dann doch nochmal angezogen. Spiel wird gleich fortgesetzt werden. Guillermo Ochoa wird gleich den Abstoß ausführen. Erstmal warten die Mexikaner, dass Gallardo nach seiner Behandlung wieder das Spielfeld betreten kann. Und heute könnte es passieren, dass die Deutschen zum zweiten Mal erst ein Länderspiel gegen Mexiko verlieren. 11 Mal haben beide gegeneinander gespielt. Wir kennen natürlich die Duelle bei den WMs 78, 86, 98. Immer am Ende hatten die Deutschen die Nase vorn. Einmal haben sie verloren, das war ein unbedeutendes Testspiel im Jahr 1985 im Aztekenstadion.
Und es wird gewechselt, aber nicht bei Deutschland, sondern bei Mexiko. Es kommt Rafael Márquez. Rafael Márquez, 39 Jahre alt, spielt jetzt seine fünfte Weltmeisterschaft. Eine mexikanische Legende, hat früher beim FC Barcelona gespielt. Und die US-Behörden ermitteln gegen ihn, weil er in Drogengeschäfte involviert sein soll. Er war kurzerhand dann auch mal für ein paar Wochen suspendiert worden. Konnte auch die WM-Vorbereitung nicht komplett mitmachen. Die WM-Vorbereitung der Mexikaner, weil die zum Teil auch in den USA stattgefunden hat. Da hätte Márquez die Verhaftung gedroht. Jetzt ist er doch dabei und wird eingewechselt. Ein ganz erfahrener Abwehrspieler. Also Rafael Márquez jetzt neu drin bei Mexiko. Dieser Wechsel von Juan Carlos Osorio. Wir gucken auf die Uhr. Noch 16 Minuten und die Deutschen immer noch weit vom Ausgleich entfernt. Jo, Draxler versucht es. Dann quergelegt auf Groß, der rübergespielt auf Marvin Plattner, den sie auf links immer noch relativ wenig einbinden. Dann Groß mit einem Kampfball. Boah, Glück gehabt, dass der Ball bei der deutschen Mannschaft bleibt. Hummels ist jetzt letzter Mann und der ist 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Boateng fast schon im Mittelfeld und jetzt Draxler im Strafraum, passt zurück auf eben Boateng. Der ist nicht weit außerhalb, der lupft rein auf einen Reus und der will eine Ecke haben. Aber Ochoa, der mexikanische Torwart, hat den Ball, glaube ich, tatsächlich vor der Linie bekommen. Und deshalb nach dem weiten Abschlag von Ochoa, der da vorne seine Leute gesucht hat, gibt es den Ball, der zurückgeht von Hummels auf Neuer und Toni Kroos baut den nächsten Angriff auf. Reus, der schon ein bisschen Leben reingebracht hat in die Bude, aber bisher eben auch noch nicht so extrem viel Gefahr hat und jetzt auch den Ball verliert, weil drei Mexikaner bei ihm sind, weil sich pomadig da Müller und Özil irgendwie mal anbieten, aber eher so locker lässig. Die deutsche Mannschaft wirkt fahrig, wirkt nervös, wirkt nicht voll austrainiert auf einigen Positionen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und droht hier tatsächlich das Auftaktspiel zu verlieren. Noch aber sind wir nicht so weit. Exakt jetzt noch eine Viertelstunde zu spielen plus Nachspielzeit. Deutschland hat den Ball, hat jetzt natürlich viel mehr Ballbesitz, hat viel Raum, aber wenig Platz, weil da alle Mexikaner rund um den eigenen Strafraum stehen. Kroos jetzt den Ball mal weit nach draußen auf die rechte Seite gepasst. Kimmich, erster Haken, was macht er dann? Dann spielt er den Ball nochmal auf Kroos. Der könnte jetzt direkt schießen, gefährlich! Aber knapp vorbei. Guter Schuss von Toni Kroos, rechts vorbei. Sie kommen nicht rein in den Strafraum. Sie haben da kein Mittel, um die gute mexikanische Abwehr auszuhebeln. Also versuchen sie es dann aus der Distanz. Und das war ein guter Versuch von Toni Kroos. Er hatte ja auch die beste Chance für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Spiel. Das war Ende der ersten Halbzeit. Einen Freistoß, den er an die Latte schoss. Ochoa führt den Abstoß für die Mexikaner aus. Diesmal nicht ins rechte Halbfeld, sondern ausnahmsweise ins linke Halbfeld. Aber schon ist Kroos wieder am Ball im Anstoßkreis und sucht wieder den Weg über die rechte Seite, über Reus, der zurück zu Kroos. So nähern sie sich langsam dem mexikanischen Tor. Auf der rechten Seite ist Kimmich dann in Strafraumhöhe, aber traut sich heute auch nicht viel zu. Hat ja auch schon viele Fehler gemacht und hat mit seinem Gegenspieler große Probleme gehabt. Der passt zurück ins zentrale Mittelfeld zu Özil. Özil sieht dann auf der linken Seite Hummels, der auch nicht mehr als Abwehrspieler hinten gefordert ist, denn bei Mexiko verteidigen bis auf Chicharito jetzt alle. Pass in den Strafraum, Pass in die Spitze, die Möglichkeit für Draxler, Ball auf dem linken Fuß, abgefälscht, geht übers Tor und gibt eine Ecke für Deutschland. Julian Draxler aus 13 Metern. Na, da waren sie mal eben kurz im Strafraum der Mexikaner, aber auch dieser Schuss abgefälscht. Die Mexikaner verteidigen da sehr eng im Raum. Immer kommt irgendeiner dazwischen. Ecke ausgeführt. Ball bei Müller. Der versucht eine Flanke. Wieder geht einer dazwischen. Und erneut gibt es Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Noch 13 Minuten auf der Uhr. Mexiko führt nach wie vor 1-0. Jo, Ecke diesmal kurz ausgeführt. Reus legt den Ball zurück. Aber da waren dann mehrere überrascht. Und jetzt läuft der Konter der Mexikaner. Jetzt läuft der Konter für El Tri über Layun, der jetzt ganz vorne ist. Ersten Haken, den er schlägt. Jetzt kommt er zum Schuss und schießt übers Tor. Ey, ey, ey. Das war nicht klug gespielt von Reus nach dieser kurz ausgeführten Ecke. Wieder der Ballverlust, fast wie beim 1-0 für die Mexikaner, die ja immer noch führen durch den Treffer von Lozano. Und Toni Kroos, von dem El Maestro, von dem man das gar nicht kennt, dass er Fehlpässe spielt. Jetzt hier mit einem ohne jede Not, hatte keinen Druck, will Reus anspielen und haut das Ding ins Seiten aus. Ich habe eben Michael ja erzählt, Brasilien könnte im Achtelfinale drohen. Gomez macht sich unten übrigens jetzt bereit. Es könnte natürlich noch viel schlimmer kommen. Die letzten Weltmeisterschaften haben ganz oft das zutage gebracht, dass nämlich der Weltmeister Spanien 2014, Italien, Frankreich, schon ein bisschen länger her, die sind alle in der Vorrunde gescheitert.
Die Deutschen werden da nicht. Aber noch haben wir auch hier eine knappe Viertelstunde auf der Uhr. Toni Kroos, diesmal kommt der Ball schön an, raus auf die rechte Seite gespielt. Da ist Kimmich, macht den ersten Haken, da zieht er den Ball rein. Aber da ist keiner, da ist keiner. Problemlos zu verteidigen. Dann rausgespielt auf Marvin Plattenhardt, der jetzt auf der linken Seite mal vielleicht was versucht. Erster Haken, zweiter, dann kommt mal jetzt eine Flanke rein. Wieder der Kopfballversuch, wieder abgewehrt. Aus dem Hintergrund der Schuss, wieder abgewehrt. Und dann läuft eventuell der Konter der Mexikaner, aber sehr clever gespielt von Boateng. Der schießt aus meiner Sicht seinen Gegenspieler an. Aber der Assistent hat es anders gesehen, gibt Einwurf für Mexiko. Also Deutschland liegt 0-1 hinten. Und ihnen läuft die Zeit weg. Mario Gomez wird jetzt gleich kommen. Und zwar jetzt in dieser Sekunde Mario Gomez für Marvin Plattenhardt. Damit wird auch die Abwehr weiter aufgelockert. Der Linksverteidiger von Hertha BSC verlässt den Rasen. Verletzt ist er natürlich nicht, zum Glück nicht. Und Gomez kommt und sortiert sich vorne ein. 76. Länderspiel für ihn. Seine zweite WM nach 2010. 31 Tore hat er geschossen. Das 32. könnte die deutsche Mannschaft jetzt gut gebrauchen, denn hier droht die Niederlage. Wir können das Ganze hier mal weiterspinnen. Schweden, eigentlich ein Gegner, den man packen muss im zweiten Vorrundenspiel. Aber die werden wahrscheinlich verteidigen. Und das 90 Minuten lang, haben vorne ja auch jetzt nicht die Top-Stürmer. Und wie schwer sich eine deutsche Mannschaft tut gegen ein Team, das verteidigt, sehen wir jetzt gerade. Kroos chippt den Ball in den Strafraum. Aber auch in die Arme von Ochoa. Seine Mitspieler gehen nicht auf seine Ideen ein. Jogi Löw deutet an mit den Händen wie ein Dirigent eines Orchesters in der Coaching-Zone, was besser werden muss. Hier eigentlich alles. Also er könnte eigentlich so wie früher Otto Rehagel wild fuchteln, aber das bringt die Mannschaft ja auch nicht nach vorne. Mexiko jetzt in der deutschen Hälfte und da fliegt einer nach einer leichten Berührung. Kein Freistoß, korrekte Entscheidung vom iranischen Schiedsrichter. Stattdessen die Deutschen wieder mit Draxler in der Hälfte der Mexikaner. Pass den Ball auf die rechte Seite zu Özil, halbrechte Position auf dem Weg in den 16er. Dann kommt der Pass zu Müller, der will ihn dann noch weiter spielen in die Mitte, wo Reus gewesen wäre. Jetzt läuft ja auch keiner zurück. Zwei Deutsche sind gegen drei Mexikaner alleine. Konterchance, aber da spielen sie den Ball Hummels in die Hacken und die Deutschen laufen nicht zurück. Haben die sich aufgegeben? Wollen die nicht mehr? Sie vernachlässigen die Abwehr, sie unterstützen ihre Mitspieler nicht, aber jetzt haben sie hinten die Ordnung wieder so ein bisschen hergestellt. Ja, das fehlt uns noch. Jetzt 10 Minuten Verschluss, Konter Mexiko 2-0. So bleibt ja die Resthoffnung auf den Ausgleich, aber irgendwie glaube ich nicht mehr so recht dran. Nee, die echten, wirklich dicken Chancen fehlen. Ein paar ganz gute Möglichkeiten, aber so die ganz große, zwingende fehlt noch. Vielleicht kommt sie jetzt über Draxler. Draxler versucht auf der linken Seite. Versucht dann Timo Werner mit zu dem wieder ein Fehlpass. Spielt dann mit der Hacke. Werner hat das überhaupt nicht geahnt, dass der Ball kommt. Und eben sind die echt alle stehen geblieben. Und nur Boatengs Hacke verhinderte dann Schlimmeres. Boateng, der sich jetzt da reinhängt. Dann Reus mit dem Einsatz. Aber auch das nützt nichts. Und der Konter, der Mexikaner, läuft schon wieder. Unten bietet sich Layun an. Der ist angespielt worden. Layun mit dem Schuss und der geht knapp vorbei. Das ist der 5. oder 6. Schuss von diesem Layun. Der alleine hätte das Spiel hier in Richtung El Tri, wie die Mexikaner sich nennen, entscheiden können. Hummels hat da keine Chance mehr einzugreifen. Neuer fliegt, braucht aber nicht. Ball geht dann doch mal so einen knappen Meter am Tor vorbei. Draxler hat ihn jetzt zentral, ist schon in der Nähe des Strafraums, aber sucht noch eine Anspielstation, findet sie in Özil. Özil zieht die Flanke in die Mitte. Wieder spielt er da einen an. Da kommt überhaupt nichts bei den eigenen Leuten an. Das wirkt fahrig, das wirkt planlos und das wirkt am Ende auch so ein bisschen schon verzweifelt. Und ich habe so den Eindruck, als wenn die auch jetzt nicht nochmal einen Gang hochschalten könnten. Als wenn da jetzt nicht nochmal so eine zweite Luft käme. Und die Mexikaner verteidigen mit Mann und Maus, haben vorne nur noch Chicharito stehen und alle anderen im oder um den Strafraum. Ganzes Spielgeschehen spielt sich jetzt da ab und Deutschland passt sich die Bälle kurz zu. Dann versucht jetzt mal einer. Da geht er ins Dribbling, aber Reus kommt da nicht durch, Müller auch nicht. Und da müssen sie aufpassen, dass nicht der Konter läuft. Dann gibt es ein Foulspiel von Müller und das ist ein taktisches. Und dafür kriegt der Weltmeister zu Recht die gelbe Karte. Und wir schauen auf die Uhr und die Zeit läuft immer mehr runter. 8 Minuten noch sind es knapp. Und dann ist hier Feierabend und Mexiko führt immer noch. Und Hector 1-0. Herrera ist jetzt auch langsam aufgestanden, der Gefaulte. Natürlich, das kann man ihn auch gar nicht verdenken, kosten sie solche Unterbrechungen aus. Guillermo Ochoa, der Torhüter, führt den Freistoß für Mexiko vor dem eigenen Strafraum aus.
Ball auf der linken Seite. Jetzt kommt der Pass mal wieder nach vorne auf Herrera, der eben gefoult wurde, aber bleibt an Boateng hängen. Boateng ist jetzt hier in der 83. Minute der Antreiber der deutschen Mannschaft, aber von hinten kam einer. Das hat er nicht gewusst, das hat ihm auch keiner gesagt. Früher rief man, oder das macht man ja immer noch auf Sportplätzen, Hintermann, aber das hört natürlich bei dem Krach hier unter den 78.000 Zuschauern im Luzhniki niemand. Mexiko stellt es mit Jiménez in Linksaußenposition. Und jetzt bei jedem mexikanischen Ballkontakt gibt es so ein Hey oder so ein Olé von den Rängen. Ja, die Fans wissen auch, dass hier gleich was ganz Großes passieren könnte, wenn nämlich das Spiel vorbei ist. Aber jetzt kommen die Deutschen nochmal, sind auf der linken Seite mit Werner, der bereits im mexikanischen Strafraum, aber vier Verteidiger sind da gut positioniert im Strafraum. Deswegen spielt Werner den Ball raus zu Draxler. Draxler zu Kroos, Kroos schießt, aber gehalten von Ochoa. Der Ball prallt ab, aber da ist kein Deutscher, der nachsetzt und der per Abstauber vollenden könnte. Ochoa hält den Schuss von Kroos. Distanzschüsse, vornehmlich von Toni Kroos. Das ist das Rezept der deutschen Mannschaft und das ist ein bisschen wenig. Jetzt fault Mats Hummels da in der mexikanischen Hälfte auch noch ein. Und zwar Edson Alvarez. Die gelbe Karte für den Münchner. Also nach Müller jetzt auch Hummels gelb verwarnt. Das war ein taktisches Foul. Und natürlich bleibt Edson Alvarez jetzt lange liegen, krümmt sich. Ich will ihm da gar keine Schauspielerei unterstellen. Das wäre nicht fair von mir. Hummels grätscht ihn weg, aber natürlich hat er auch hier die Videowall. Davon gibt es gleich zwei ganz große hier im Luzhniki vor Augen und sieht, dass da 84 Minuten rum sind und 20, 21, 22 Sekunden. Die Zeit läuft für Mexiko und die Zeit läuft auch gegen die deutsche Nationalmannschaft. Sie hat viele Schönspieler, die sich, wenn es gut läuft, an ihrem Spiel berauschen. Özil, Werner, Draxler, Kroos, Reus, das sind solche Leute, aber sie haben nicht die körperliche Präsenz, um sich gegen Mexiko durchzusetzen. Und sie haben auch nicht die Leidenschaft, so deutlich das auch mal so ein bisschen, dieses Spiel unbedingt drehen zu wollen. Viele lassen den Kopf hängen. Es ist besser geworden im zweiten Durchgang. Sie sind präsenter in den Zweikämpfen. Aber es reicht möglicherweise nicht aus. Aber Armin, noch haben wir ja ab jetzt genau 5 Minuten zu spielen. Ja. 5 Minuten noch, 0-1 der Spielstand aus deutscher Sicht. Mexiko also liegt in Führung, geltendes Pfeifkonzert. Der vielen Mexikaner, jetzt kommt die Flanke rein. Gomez versucht sich da einzusetzen. Dann ist Timo Werner da, muss aber erstmal diesen schwierigen Ball, den die Mexikaner da geklärt haben, kontrollieren. Und dann landet er bei Toni Kroos. Der ist aber schon wieder 40 Meter weg vom Tor. Legt noch einmal quer. Dann kommt jetzt der weite Ball von Özil. Der kommt rüber auf die Seite. Oh, der ist eigentlich nicht mehr zu kriegen. Nein, 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 nein. Özil schwach, Draxler schwach. Von Timo Werner nicht viel zu sehen. Und der Bundestrainer hat sich möglicherweise, er wird jetzt Julian Brandt den Leverkusener noch bringen, hat sich möglicherweise da auch so ein bisschen vercoacht. Timo Werner geht jetzt raus und Julian Brandt kommt rein, weil er hat mit Özil einen da eingesetzt, der vorne überhaupt keine Akzente setzen konnte, der nicht gut war im Zweikampf, als das Gegentor fiel. Da war er zwar dann mal in der eigenen Hälfte, aber da muss ich natürlich ganz anders hingehen und ganz anders das verteidigen. Und da wird es viele Diskussionen geben über den einen oder anderen Spieler. Die Mexikaner haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten all das gemacht, was sie machen wollten. Und sie kommen jetzt schon wieder. Deutsche Abwehr ist natürlich relativ entblößt. Özil ist schon wieder sehr weit hinten. Da werden sie alle überlaufen. Und da kommt die Flanke und der war aus meiner Sicht im Aus. Und das hat auch der Schiedsrichterassistent drüben auf der anderen Seite auch so gesehen. Ball war im Aus und deshalb schnell gemacht von Manuel Neuer. Aber Schiedsrichter bedeutet eben, nee, ich bestimme hier, wann es weitergeht. Dann hatte das Spiel noch kurz unterbrochen. Und hatte dem Kimmich, glaube ich, noch was gesagt. Jetzt ist der Ball wieder im Spiel und er ist draußen beim ganz frisch eingewechselten Julian Brandt. Und Werner sitzt auf der Bank und hat sich einen dicken Eisbeutel auf den Oberschenkel gelegt. Also hat er möglicherweise auch eine kleine Verletzung davon getragen. Für ihn spielt jetzt Julian Brandt. Die 87. Minute läuft in Moskau. Deutschland wieder im Angriff. Deutschland in Rückstand 0-1. Mexiko führt. Flanke, Kopf von der rechten Seite. Kopfball, Gomez. Aber der geht übers Tor. Der geht vorbei. Kommt nicht richtig ran an den Ball, Mario Gomez. Und dann war auch die Fahne des Schiedsrichterassistenten auf der gegenüberliegenden Seite oben. Also Gomez stand im Abseits. Guillermo Ochoa. Auch der hätte sich jetzt fast mal eine gelbe Karte verdient. Es gab ja in der ersten Halbzeit schon mal gelb für Moreno wegen Zeitspiels. Wenn Ochoa so weitermacht, dann verdient er sich auch noch die gelbe Karte. Ball liegt seit Sekunden schon an der 5-Meter-Markierung. Jetzt führt Ochoa den Abstoß aus. Aber das würden viele andere Torhüter auf dieser Welt bei einem 1-0-Vorsprung in der 87. Minute, in der 88. sogar schon gegen den Weltmeister ähnlich machen. Der Ball ist auf der linken Seite in der deutschen Hälfte. Es gibt Einwurf für Mexiko. Und im Hintergrund, hören Sie mal, das ist Fußballatmosphäre, das ist Euphorie.
Das ist die Fiesta Mexicana in Moskau. Eine tolle Stimmung, eine Gänsehautstimmung. Gallardo führt jetzt den Einwurf aus und sie schießen den Ball weit aus der deutschen Hälfte. Zurück in den eigenen Strafraum zu Guillermo Ochoa, zu ihren Torhüter. Sie wollen nicht mehr, sie müssen nicht mehr. Die Deutschen müssen noch, aber sie können nicht. Sie kommen nicht an den Ball und sie kommen auch ganz selten mal in den mexikanischen Strafraum. Die Mexikaner spielen sich jetzt in der deutschen Hälfte den Ball hin und her. Dann landet er bei Neuer, der kommt raus aus seinem Tor zu Boateng. Es ist die vorletzte Minute, die 89. Minute angebrochen. Es gibt ja vielleicht wieder Nachspielzeit, vielleicht ja 5 Minuten. Das ist ja so Standard bei dieser WM. Aber reichen die, Armin, um hier noch das 1-1 zu machen? Wenn da eine Chance kommt, vielleicht jetzt Marco Reus ist im Strafraum, legt ihn rein. Da ist Gomez, aber er kriegt den Ball nicht in Richtung Tor. Nächster Angriff, Julian Brandt, knapp vorbei. Der nimmt das Ding Volley. Das ist so ein feiner Kerl, dem hätte ich es gegönnt, aber er zieht den Ball am Tor vorbei. Und der Bundestrainer macht das, was wir schon seit Minuten machen, schaut auf die Uhr und merkt, die Sekunden verrinnen. Boah, der touchiert sogar noch den Außenpfosten. Dieser Schuss von Julian Brandt mit hohem Risiko, wunderbarer Vollspann, nagelt das Ding da in die linke Ecke. Ja, das Wort in war falsch, in Richtung linker Ecke. Und da ging er eben am Tor ganz knapp links vorbei, touchiert noch so ein bisschen den Außenpfosten. Und die letzte Minute läuft. Ich gehe auch mal wie Michael von 5 Minuten Nachspielzeit aus. Gibt nochmal eine gelbe Karte für einen der Mexikaner, für Hector Herrera wegen Ballwegschlagens, und Deutschland mit dem nächsten Angriff. Mit Brandt über die linke Seite, schon fast am mexikanischen Strafraum. Hummels auch vorne, alle 10 deutschen Feldspieler vorne. Brandt flankt von links, aber der Ball fliegt da durch den Strafraum, landet auf der rechten Seite. Er landet immerhin bei Kimmich. Kimmich zu Boateng. Boateng 18 Meter, drückt ab mit links, flach in die Tormitte. Oder sagt Guillermo Ochoa, gracias, der mexikanische Torhüter, schmeißt sich auf den Ball. Er hat so eine ähnliche Frisur wie Mohamed Salah, hat schwarze, lange Locken und bändigt seine Haare mit einem Stirnband. Und ich warte auf den Tafelmann. 3 Minuten Nachspielzeit. Nur 3. Nicht 5, wie sonst fast immer bei dieser WM. 3 Minuten Nachspielzeit ab jetzt. 3 Minuten noch Zeit für Deutschland, den Ausgleich gegen Mexiko zu erzielen. Boateng verteilt den Ball wieder auf die linke Seite zu Hummels. Hummels jetzt schon fast als Linksaußen am mexikanischen Strafraum, spielt zu Brandt. Brandt halb links ins Zentrum zu Boateng. Rechts bietet sich Kimmich an. Boateng hat immer noch den Ball. Alle Mexikaner verbarrikadieren den eigenen Strafraum. Kimmich will eine Flanke schlagen, aber Herrera köpft den Ball erstmal weg. Wieder zu Kimmich. Die Deutschen kommen nicht rein in den 16er. Sie müssen aber rein. Sie brauchen eine Chance. Sie brauchen ein Tor. Sie brauchen den Ausgleich. Ja, und dazu musst du mal irgendwie aufs Tor schießen, so wie eben Julian Brandt. Und dann musst du es auch mal treffen. Also er hat ja das Tor getroffen, aber es war eben nur der Außenpfosten, den er da mit seinem 18-Meter-Schuss erwischt hat. Und jetzt spielen sich den Ball da so auf Höhe der Mittellinie zu, die Deutschen, so ein bisschen in der gegnerischen Hälfte. Toni Kroos legt ihn jetzt mal nach vorne auf Müller. Müller spielt raus auf Marco Reus. Der ist jetzt mal auf Höhe des Strafraums. Schön gespielt auf Özil. Der abgelegt auf Müller. Müller rein in den Strafraum. Zu steil der Ball. 3 Deutsche waren in Position, aber der war zu scharf reingespielt. Ochoa, der Torwart, hat kein Problem. Rutscht raus im 5-Meter-Raum und packt sich den Ball. Immer noch 0-1. Immer noch liegt Deutschland hinten. Weiter Ball jetzt der Mexikaner nach vorne. Stürmer foltern da gegen Kimmich und deshalb Ballbesitz für Deutschland in den letzten anderthalb Minuten dieser Begegnung. Dann kriegt Neuer den Ball erstmal gar nicht, um den Freistoß auszuführen. Jetzt haben sie ihn. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Eine Chance brauchen sie noch. Es ist die WM bislang der späten Tore. Viele sind schon in der Nachspielzeit gefallen. Vielleicht ja auch heute noch für die deutsche Mannschaft. Nächster Angriff. Ball kommt rein. Da hat es ein Foul gegeben. Der Gomez beschwert sich. Und der Schiri sagt, nein, das war nichts. Und deshalb wird es nur Ecke geben für Deutschland. Wir haben ja den Videobeweis. Wir schauen uns das gerade nochmal an. Gomez, ja, da wird es ein bisschen minimalst gehalten. Aber das kann ja überprüft werden. Ecke wird es nochmal geben für Deutschland. Und die führt Toni Kroos von der linken Seite aus. Noch 50 Sekunden zu spielen. Dann ist hier Feierabend. Neuer, Deutschlands Torhüter, mit vorne im mexikanischen Strafraum. Kroos bringt den Ball mit rechts rein. Neuer versucht irgendwie ranzukommen, aber ein Mexikaner klärt den Ball in Seiten aus. Und es gibt Einwurf für Deutschland. Löw wirft den Ball schnell zu Özil. Neuer immer noch vorne am mexikanischen Strafraum. Kimmich schießt den Ball vom Anschlusskreis weit nach vorne, zu weit. In die Arme von Ochoa. Da gibt es nicht nur Applaus vom Publikum, von den mexikanischen Fans, sondern auch von Hector Moreno.
denn der weiß auch, das war's wahrscheinlich. Noch 15 Sekunden, jetzt schießt Ochoa den Ball nochmal ganz weit nach vorne. Er kann ja auch weiter Abschläge, habe ich gar nicht gewusst. Manuel Neuer ist wieder Richtung Tor zurückgelaufen. Ball ist im Seitenaus und war das schon der Schlusspfiff? Nein, es gibt nochmal einen Einwurf für Deutschland, einen Freistoß für Deutschland sogar. Aus der eigenen Hälfte, Kroos schießt den Ball weit nach vorne und das war's. Deutschland geht gegen Mexiko. K.O. 0:1 im WM-Auftaktspiel. Ein Fehlstart für den Weltmeister. Ein Fehlstart für Jogi Löw und seine Mannschaft. Das war zu wenig. Und die Mexikaner freuen sich. Sie klatschen sich ab. Sie rennen zu Ochoa. Die Fans werden laut und lauter und noch lauter. Und die Deutschen schleichen vom Rasen. Boateng ist der Erste, der den Rasen verlassen hat. Özil hat das Trikot ausgezogen, hat jetzt auch das Spielfeld verlassen. Das sind die Szenen hier in Moskau. Mexiko schlägt Deutschland mit 1:0.